Also, der eine oder andere kennt mich. Ja? Ich hieß Ingo Köth. Ich wollte eigentlich nie wieder ein Video machen. Und der mich nicht kennt, dem bitte ich jetzt darum, mir das Höchste zu geben, was ihr vergeben könnt. Das ist Vertrauen. Ja? Weil höhere Werte habt ihr momentan nicht, was ihr vergeben könnt. Und deshalb möchte ich, dass ihr euch jetzt mal die Zeit nehmt, mir mal wirklich zuzuhören. Ich habe viel versucht in meinem Leben. Ich bin ein Mensch, der seit 11 Jahren im Prinzip auf der Jagd nach Informationen ist. Ich war 1,5 Jahre im Gefängnis dafür. Ich musste viele Lügen meines Lebens entdecken. Ich habe viele Fragen gehabt. Ich habe einen Laptop gehabt, der platzte über vor Informationen. Ja, um nichts anderes geht es in dieser Welt. Und als ich das letzte Mal aus dem Gefängnis kam, hatte ich eben beschlossen, nach Sibirien zu gehen, in die Einsamkeit, um ganz einfach dort meine Gedanken mal zu ordnen und zu sortieren zu können, ohne diese ganzen Einflüsse von euch mit euren Sorgen und. Menschen, die mich kennen, aus meiner Zeit bei Volksdeutschland, ich bin viel rumgereist. Ich habe also diesen ganzen Spinnern, wie ihr sie bezeichnet, zugehört. Ich habe sie von Haus aus nicht betrachtet. Ich habe immer bloß den Mensch angeguckt und seine Überzeugung. Ist er von dem, was er sagt, überzeugt? Und so bin ich eben durch die Lande gezogen. Ich habe Menschen kennengelernt, die in Wohnungen gelebt haben, in Häusern, wo das Wasser von der Decke tropfte. Aber sie haben eben Leute in Altersheimen aufgesucht gehabt, SS-Leute, die im Prinzip ihre Geschichte ihres Lebens erzählt hatten. Und deshalb war es mir so wertvoll, dass ich eben das Gold, was ich dachte, wenn das die Welt mal zusammenbricht, für mich als Reserve zu haben, habe ich ihm gegeben, dass er sein Dach reparieren kann, plus alles, was schon Bargeld rumliegen hatte. Und er konnte dadurch wichtige Dokumente im Prinzip sichern. Und wenn ihr die Offenheit habt, mir heute zuzuhören, dann werdet ihr heute alles erfahren. In diesem Video wird nicht einmal gelogen, es ist die komplette Wahrheit. Ihr werdet alles über Pyramiden erfahren, den Heiligen Gral, wie ihr zur Gesundheit kommt, wie ihr ein langes, sorgenfreies Leben habt. Und ich weiß nicht, der eine oder andere, der mich kennt, weiß vielleicht, ich habe euch 4 Versprechen gegeben in meiner Zeit, als ich Volksdeutschland gemacht habe. Ich habe zum einen mal in einem Video gesagt, das habe ich nicht mehr gefunden, weil leider ich jetzt zig Hausdurchsuchungen hatte und man auch viele Videos von mir geraubt hat, ist viel verloren gegangen an Informationen. Aber da habe ich gesagt, mit einem Stift mache ich euch fertig. Das war mein erster Ausdruck. Beim zweiten habe ich gesagt, war ich damals in Halbe. Ich habe diese Emotionen in diesem Wald gespürt, dieses Leid, diese Hunderttausende, die dort abgeschlachtet wurden, in diesem Waldstück, und mir kamen die Tränen. Ich konnte ja auch schwer an mich halten, und dann habe ich mit dieser ganzen Wut herausgeschrien, was mich dort bewegt hatte. Ich will das euch noch mal ganz kurz vorspielen, weil der ein oder andere kennt mich nicht, kennt auch diese Videos nicht. Ja. Deshalb mache ich noch mal kurz 2 meiner Versprechen. Einem Stein ohne Geld. Das ganze Geld, was ich habe, investiere ich in Dixie Club, damit der die Welt nicht zu viel ist. Und jetzt kommt. Das war ein Versprechen, das habe ich euch gegeben. Und ich bin heute dabei, es einzulösen.
auf meinen Stein, der ist ein bisschen kleiner geworden, der Stein. Aber trotzdem, den habe ich immer bei mir. Man hat mich ja auch vieles erleichtert. Ich musste alles durchmachen und ich habe am Anfang habe ich natürlich Menschen gesucht, die mich unterstützen bei dieser ganzen Sache, weil ich dachte immer, es wäre besser gemeinsam zu gehen. Aber umso tiefer ich eben in die angebliche Wahrheit eintauchte, umso klarer wurde mir natürlich, dass derjenige, der diesen Schritt machen will, alles verlieren muss. Man muss verlieren, um zu gewinnen, sagte Miguel Serrano und sagte auch Adolf Hitler. Das heißt, ich musste mich also berauben lassen, besser gesagt, die BRD hat mich um meinen Besitz erleichtert. Und mit diesen, dass sie mir diese Sorgen, dass mir einer was wegnehmen könnte oder sonst irgendwas, haben sie mir den Käfig geöffnet. Also, in dem ich immer gefangen war, wo ich immer dachte, der Porsche braucht Sprit, das braucht Sprit. Und ich hatte ja im Vorfeld schon gemerkt, man will mir was wegnehmen, also hatte ich ja dann diesen Porsche verlost. Ja, 3.000 Euro haben die Lose eingebracht, 1.000 Euro waren von mir als Startkapital, also 2.000 Euro war so der Erlös eigentlich. Ich kannte fast alle Menschen, die diese Lose bei mir gekauft haben, die kannte ich persönlich. Aber der, der ihn gewonnen hat, war ein Student aus Greifswald. Der hat 2 Lose gekauft. Und natürlich bin ich nicht wortbrüchig geworden. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der hat 100 Lose gekauft. Ja? Und hat dann gesagt, Ingo, wenn ich ihn gewinne, kriegst du ihn zurück. Aber das wollte ich nicht. Weil ich wollte ihn loswerden, ehe diese BRD ihn bekommt. Ja? Und ein Teil des Geldes habe ich natürlich dann für alleinstehende Frauen mit Kindern, habe dann Zookarten für den Leipziger Zoo gekauft und plus 150 Euro für das, dass sie den Tag dort verbringen können. Und den Rest habe ich dann für Volksdeutschland noch mit eingesetzt, weil ich nie wortbrüchig wäre. Also wer mich kennt, weiß, wenn ich ein Versprechen gebe, halte ich das. Und ich versuche auch die Menschen nie zu enttäuschen. Das ist ein Grundprinzip, heute weiß ich, woran es liegt. Und bloß so zu meiner Person, ich wurde dann natürlich auch inhaftiert, ja, bin jetzt vorbestraft, bin auf Bewährung frei und am Ende, wenn ich dieses Video gedreht habe, werde ich dann auch meine Strafe, die auf Bewährung im Prinzip ausgesetzt wurde, antreten. Ich werde mich also zu dieser JVA begeben und will dort eingeliefert werden. Ich will meine angebliche Strafe für diese Tat, die ich begangen haben soll, absitzen, weil ich nicht möchte, dass man in irgendeiner Form Macht über mich hat, dass man mich erpressen kann, dass man immer wieder in mein Leben dringen kann und es immer wieder zerstören kann. Und ich werde heute, wenn ihr das Vertrauen habt, werde ich euch zeigen, wo die Wurzel des Hasses ist, der Ursprung aller Geschichtsfragen. Ihr habt danach selber keine Fragen mehr, weil plötzlich das ganze Spiel aufgelöst ist. Ich werde euch heute die Macht über euch selbst geben und auch die Macht über andere. Und ich möchte, dass es jeder hat, so dass im Prinzip keiner mehr Macht missbrauchen kann. Schiller sagte mal, die Reichen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass dieser Tag eintrifft. Ja? Und deshalb habe ich das jetzt euch offensichtlich, oder will ich es euch offensichtlich machen. Ich habe hier gute Freunde um mich sitzen, Menschen, die ich kennengelernt habe, manche kenne ich noch nicht, oder wir haben uns vielleicht mal kurz gesehen, glaube ich, aber es gibt auch Menschen, die ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erstmal nicht sehen wollte, weil ich dachte, dass man ganz einfach meinen Erkenntnisweg sich dann verändert. Ja, wenn ich zu viele Informationen habe, gehe ich nicht wie immer im Prinzip vorbehaltlos ran. Also ich will eine Sache immer unvoreingenommen sein. Deshalb habe ich damals, wo ich angefangen habe aufzuwachen, das war damals mit dem 11. September ja, 2001, wo ich als Techniker feststellen konnte, dass es technisch nicht funktioniert, da begann mein Weg des Erwachens. Ja. Wurde dann im Prinzip im Jahr 2005, Anfang des Jahres 2005, im Februar darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht die Bundesrepublik Deutschland ist. In diesem ganzen Kram, ich habe dann recherchiert, musste feststellen, das war's. Dann wollte ich das natürlich richtigstellen. Ich machte Einmann-Demos, stellte mich und klärte eine Stunde die Leute auf,
es führt alles zu weit. Jedenfalls habe ich ein Sammelsurium an Wissen gesammelt. Und Goethe sagte mal, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Ja? Es ist immer, was kann ich glauben? Ich wusste nicht, wem kann ich vertrauen? Ich schlug die Bücher auf und schlug sie wieder zu, weil diese Informationsflut war durch nichts begründet. Im nächsten Buch könnte ich schon wieder das nächste lesen. Und ich hatte dieses Glück, in eines dieser Konzentrationslager für Meinungsbildung zu kommen, wo man allem beraubt wird. Und das Geniale ist, man ist frei. Man muss sich nicht um Essen sorgen. Man muss sich nicht um einen Schlafplatz kümmern oder Versorgung. Ich konnte also diese Bücher lesen, auch die, die ich in der Schule angeblich schon mal gelesen hatte. Ja, zum Beispiel Goethes Faust. Ich konnte alle beide Teile. Ich habe nicht bloß das gelesen, was ich lesen sollte, sondern ich konnte mir das komplette Werk durchlesen. Ja. Und ich war natürlich auch gespannt auf Faust Teil 2, weil der wird immer nicht aufgeführt, der ist zu kompliziert. Heute weiß ich natürlich auch, dass da Herr Goethe natürlich alles erklärt, zumindest mit seinem Wissensstand. Er weist uns eben darauf hin, zum Beispiel sagt er wortwörtlich, die Juden werden uns nicht schonen, sie schaffen ständig neue Antizipationen. Oder er äußert, die ganze Menschheit nur geneckt von Asmodeus, der dahinter steckt. Und dass ihr keine Angst jetzt bekommt, weil ich jetzt Juden gesagt habe, am Schluss, wenn ich heute fertig bin und ihr mir das Vertrauen geschenkt habt, dann werdet ihr auch keinen Hass gegen irgendeinen Juden, auch gegen den Herrn Rothschild, nicht mehr haben, weil es nicht der Ursprung des Hasses ist. Das möchte ich ganz klar betonen. Und wenn ich heute hier auch mal die Swastika Lebugira, die Fahne meines Vaterlandes, meines wirklichen Vaterlandes, zeige, dann ist es nur, um euch zu demonstrieren, welche Energie damals hier in diesem Land herrschte und welche Energie heute hier in diesem Land ist. Ich wollte also nach Russland auswandern. Das ging nicht, weil man mir zum einen sagte, dass ich eine Vorgeschichte hätte, eine Kriegsgefangenenakte, was mich schon mal schockierte, und dass ich die falsche Rasse hätte. Ich durfte dann noch ein paar Fragen stellen, aber es war dann eigentlich unnötig. Für mich war das damit erledigt. Und ich wusste eigentlich, ich wollte bloß noch irgendwo in der Einsamkeit leben, irgendwo in der Wald, am besten mich vergraben, und ich wollte nicht mehr. Schicksal kam anders. Ich half dann einem Menschen, der mir auch viel bedeutet, und hatte dann eben die Hoffnung, irgendwann wenigstens mich mal um die Themen, die mich noch beschäftigten, weil über diese Bundesrepublik Deutschland und über diese Welt dachte ich alles zu wissen, und die anderen Rätsel, Pyramiden und ähnliches, dachte ich, erschließt sich mir sowieso nicht. Ja, also es war also sinnlos, dass die weiter in meinem Kopf geisterten. Also dachte ich, interessierst du dich für Wasser und Salz? Das war eigentlich, ich habe ein Video mal gesehen gehabt, bevor ich verhaftet wurde, 2012 war das, von Peter Ferreira. Und dieser Mann hat mich fasziniert, weil er ehrlich war. Er hat Informationen weitergegeben, ohne im Prinzip Geld dafür zu verlangen. Und das ist immer was ich an den Menschen, die ich kennengelernt habe, am meisten geschätzt habe. Dass sie Dinge anderen offengelegt haben. Und vor allen Dingen, dass am Schluss keine Gelder damit verbunden waren. Ich durfte natürlich auch im Knast, habe ich die Bibel gelesen, den Koran, ja, den Talmud, ja, die Bhagavad Gita. Und musste feststellen, dass es alles derselbe Autor war. Dass wortwörtlich teilweise Texte da waren. Für mich war klar, ich konnte diese Dinger zumachen, wusste, dass ich dort nicht groß weiterkomme. Und das Faszinierendste an Peter Ferreira war eigentlich, er sagte immer eins: Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Information bekommen? Er erzählte auch, dass dann Obst wird im Prinzip bestrahlt, dass es nicht mehr weiter wächst und dass eine Orange in der EU eben so lange als frisch gewertet wird, wenn sie nicht älter als 5 Jahre ist. Sie wird dann wieder bestrahlt und dann geht das Leben wieder weiter. So lange zählt eine Orange in Europa als frisch.
Und ich wollte kein Tierfleisch mehr essen, also habe ich mir gesagt, du willst Vegetarier werden. Ich habe ja schon immer versucht, Vegetarier zu sein, aber ich bin eben oft rückfällig geworden, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe Hunger, ich werde nicht satt, es schmeckt mir nicht. Und das Schlimmste ist ja, wenn man was nicht aus Überzeugung tut. Ja, das war für mich das größte Problem mit diesem Vegetarier-Sein. Bei diesem Fleischessen hatte ich immer das Gefühl, ich wäre satt. Und immer wenn ich mich mit jemandem unterhalten hatte, dann ging es immer darum, naja, das gibt sich, das ist eine kurze Zeit. Dann, warum ich eben Vegetarier sein sollte, konnte mir keiner richtig erklären. Ich soll keine Tiere töten und. Ich habe die verrücktesten Sachen gehört. Ich habe über Wasser mir natürlich Gedanken gemacht, wie kann ich das reinigen. Ich habe mich mit Viktor Schauberger beschäftigt, der ja angeblich eine Maschine entwickelt hatte, wo er Quellwasser erstellen konnte. Das sind diese ganzen Sachen. Deshalb dachte ich, du beschäftigst dich jetzt nur noch mit dem Ernährung. Das war mir also ganz wichtig und so bin ich eben, obwohl ich mir vorgenommen hatte, nicht wieder durchs Internet zu surfen, also bin ich in Richtung Ernährung gegangen. Ich hatte damals schon ein paar Erfahrungen durch einen von Volksdeutschland, ja, der im Prinzip mit seinen Ölen im Prinzip mich auch weitergebracht hatte, aber eben, ich konnte das nicht lange durchhalten. Also ich kann nicht mich immer bloß von Müsli ernähren. Ja? Zumal ich eben dann Probleme hatte, dass ab einem gewissen Punkt ich das nicht mehr vertragen habe. Also mir ging es im Bauch rum, ich hatte Durchfall, ich kam nicht mehr zur Ruhe. Und ich habe immer gesagt, irgendwas fehlt da. Also war ich auf der Suche. Ich bin dann auf die Seite von Michael Wüst gekommen. Das ist ein Mensch, der leider letztes Jahr verstorben ist. Ich hätte ihn liebend gerne eben auch noch kennengelernt. Der war sich mit Orgakult, also dieser Elektrokultur, beschäftigte, nach dem Herrn Reich. Da hatte ich schon ein bisschen was gelesen und ich wollte eigentlich mehr Informationen. Ich habe da noch ein Video mir runtergeladen von ihm. Und er tat das mit dieser Überzeugung, was für mich immer so ist, Ingo, da bleibst du dran. Das ist immer so der wichtigste Punkt für mich. Du musst das überprüfen. Und so kam ich auf einer Seite zu einem, der beschrieb, wie er sich ein Beet angelegt hat für Elektrokulturen. Er hat das im Februar 2015 angelegt gehabt, dieses Beet, mit den ausgerichteten Schienen, mit der Antenne, wie es im Prinzip der Herr Wüst beschreibt. Und eben dann diesen, also exakt ausgerichtet, Nord-Süd beachtet und. Und ich dachte, Ingo, es ist an der Zeit, jetzt rufst du ihn mal an. Er hat seine Telefonnummer für Austausch eben bereitgestellt. Und dachte ich, gut, es ist Neujahr durch, neues Spiel, neues Glück, rufst ihn an. Es muss ein älterer Mann sein, der Stimme nach. Und da war auch sofort natürlich auskunftsbereit, was seine Erfahrungen sind. Und er hat eben gesagt, es gab für und wieder. Er hat eben erlebt, dass zum Beispiel Früchte, die, also Pflanzen, die eigentlich im zweiten Jahr erst blühen sollen, bei ihm schon im ersten Jahr blühte, dass aber eben auch die Früchte teilweise besonders klein waren, aber eben auch teilweise besonders groß waren. Und er sich das nicht erklären konnte. Und er sagte dann aber, ich würde Ihnen meine Ergebnisse zukommen lassen. Weil ich hatte dann auch entnommen, dass er noch einen Energieturm baut. Und an dem Energieturm war ich eigentlich besonders interessiert, weil ich das hat mich gleich fasziniert. Da war irgendwas, was ich musste Informationen haben. Und als ich dann seinen Plan sah, da war eingetragen, wie viel Millionen. Da stand immer 3,3 Millionen, das und dann die Größe der Früchte. Und er sagte eben, dort wo extrem hohe Energie war, 5 Millionen, da sind die Früchte eben explodiert und wo teilweise bloß 1 Million war, so, ja, ich nehme es mir nicht übel, ich möchte wissen, wie können Sie denn Energie messen? Und sagt dann, ja, ich habe früher gependelt und war, aber das Problem, wenn ich eben Emotionen hatte, dann hat es nicht funktioniert oder wenn ich mich vor einen Computer gesetzt hatte oder sonst was oder
dann konnte ich nicht mehr pendeln. Aber seitdem ich jetzt diese NELA-Karten habe, ist das gar kein Problem mehr, weil die, egal was ich pendle, ob ich das pendle, meine Frau das pendle, es kommt immer das Gleiche raus. Da war ich natürlich hellhörig. Also in der Tat ist mit wieder dieser Überzeugung, dass Ingos Interesse natürlich geweckt war, was sind NELA-Karten. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben davon was gehört. Und das auch so ein, hat er mir dann, das geht um die Bovis-Werte. Und bei meinen Exkursionen, alles was ich so an Wissen gesammelt habe, sind mir natürlich auch diese Bovis-Werte über den Weg gelaufen. Also ich hatte schon Informationen, das Ende des 19. Jahrhunderts, ein Herr Bovis, ich weiß den Vornamen nicht mehr, eben eine Wertetabelle, das war ein Kreis, festgelegt hatte. Und das erste Drittel war bis 9000. Und er hatte eben festgelegt, dass ein normaler Mensch eigentlich, also 1890 ungefähr, zwischen 7 und 9000 Bovis-Einheiten an Schwingung hat. Und alles, was unter dem ist, schadet ihm, zieht ihn runter in negative Energie, macht ihn krank. Und alles, was über 9000 ist, heilt ihn. Hat er dann noch eine Tabelle, dass im Prinzip die begann, 0 ist der Tod. Dann ging es bis 1000, das war Koma, also dieser Mensch war schon im Koma. Dann ging es von 3000 bis 6000, Genussmittel. Von 6000 bis 9000 war Lebensmittel. Und ab 9000 Heilpflanze, Heilmittel. So hatte er das im Prinzip auf Pflanzen übertragen, aber er hatte eben das auch für normale Energien. Ich hatte das bei einem gesehen, da hatte er gependelt und so. Und da kam das Ergebnis raus und das. Und deshalb habe ich eigentlich das so, wie es war, verworfen gehabt. Weil wenn ich jetzt pendle und wenn ich nachher pendle, dann kann es nicht sein, dass ich zwei verschiedene Ergebnisse rauspendle. Dann ist irgendwas falsch. Ja? Und naja, ein Nationalsozialist ist eben unvoreingenommen, also ich bekomme momentan Hartz IV, ja, also habe ich mein ganzes Hartz IV-Geld in diese Karten investiert. Am Anfang habe ich mir zwei gekauft, da ging es eigentlich um Schlafplatz, weil ich nicht richtig schlafen konnte, ja, also ich hatte Schlafprobleme. Und habe ich mir diese Karten für den Schlafplatz geholt gehabt, wo man Herzströme messen kann. Also Erdstrahlung, dann Bewegungsstrahlung und niedrigfrequente Felder, hochfrequente Felder. Und diese Karten sind aber im Prinzip nur programmiert auf dieses. Also du kannst mit den Karten nichts anderes anfangen. Ja? Und nun wollte ich auch wissen, wie geht es den Tieren, die in meiner Umgebung sind. Und natürlich das Wichtigste wieder, die Pflanzen. Die Pflanzen. Und die versprechen also auf der Seite, dass wenn man die Karte auf das Blatt einer Pflanze legt, dann erkennt man den Energiegehalt dieser Pflanze, in welchem Zustand sie sich befindet. Und ehe die Welt, sozusagen, das verspricht sie, kann man im Prinzip eingreifen. Du kannst mit Edelstein, so haben sie es auf der Seite beschrieben, kannst du probieren. Du siehst dann sofort, ob es der Pflanze besser geht oder du einen anderen Stein probieren sollst. So war es auf der Seite beschrieben. Na gut, die Karte habe ich nie ausgepackt, weil ich dachte, ich bestelle dann auch gleich noch diese Bovis-Werte. Und auf der Internetseite gab es bloß drei Karten. Das ist diese Bovis-Wertetabelle nach dem Herrn Bovis. Das ist eigentlich der Kreis, den er im Prinzip ermittelt hatte. Und ich stellte aber fest, also um es noch näher zu sagen, hier hinten ist ein Magnetstreifen drauf. Und er ist programmiert. Das heißt also, meine Emotionen werden komplett ausgeblendet. Ja? Und deshalb ist eben das auch reproduzierbar. Und ich habe immer gesagt, es ist unmöglich, alles zu wissen, wie es funktioniert. Aber wenn ich dir einen Tipp gebe, dann musst du das prüfen können. Und erst wenn du das prüfen kannst und zu einem wirklich sehr, sehr annähernden Ergebnis kommst, dann ist es gleich. Und das ist eben das, worum es mir ging. Ich habe also sozusagen Informationen gesammelt und habe diese Karten verwendet. Und jetzt ging es natürlich darum,
meine Lebensmittel. Ja? Also ich habe immer festgestellt, ich wurde nicht satt. Und könntest du mir jetzt mal bitte die Äpfel geben? Ich will es auch nicht so lange machen, aber das ist alles so, damit ihr es versteht, wie es passiert ist. Ich habe eingekauft und habe dann eben so einen Apfel genommen. Ja? Jetzt nehmen wir den aus der Verpackung. Ich übergebe ihn dir. Hier sieht man, guck doch mal kurz, ob man ihn sieht, den Apfel. Ich weiß nicht, willst du ins Bild oder willst du nicht ins Bild? Nicht. Dann muss ich das mal selber machen. Die 9000er Karte. Weil ab 9000 wäre es ein Heilmittel, würde uns gut tun. Also wir wären... es würde uns also heilen. Ein Teller? Hast du auch einen Teller? So, ich gehe jetzt also über diesen Mittelpunkt. Und was seht ihr? Ich halte nochmal kurz an. Ich lege auch einen Arm auf, damit nicht hier, dass ich irgendwas manipuliere. Ich hätte natürlich gerne gehabt, dass es irgendjemand... Seht ihr es schon? Auf 1000. Wenn ich diesen Apfel esse, schädige ich mich. So. Jetzt lege ich den auf diesen Teller. Ich habe das natürlich zu Hause wieder mit Keramiktellern gemacht. Ja? So. Ich muss noch ganz kurz sagen, in der Gegend, wo ich momentan wohne, verschwinden Tiere. Und die tauchen plötzlich wieder auf. Das ist noch sowas, also bloß als Hintergrundinformation, damit ihr auch meine Gedankengänge verstehen könnt. Die meinten aber, es wäre normal in der Gegend. Ja, da verschwinden Katzen, also bei uns sind zig Katzen verschwunden. Es sind auch welche wieder aufgetaucht, manche sind verschwunden. Heute weiß ich, dass sie immer noch leben. Das ist das Gute. Also ich mach's nochmal. Ihr seht, der Wert ist 1000. Kannst du, ich blende dich ja nicht ein, aber kannst du nochmal meine Ergebnisse überprüfen? Ist natürlich verständlich, weil diese Menschen, die Jagd auf uns machen, da möchte man natürlich nicht unbedingt in diese Mühle. Also ich würde gerne nochmal ins Gefängnis, aber das Pendel fängt alleine an zu reagieren. Weißt du das schon? Du kommst zum selben Ergebnis, stimmt's? Ja. Das war also mein Ausgangspunkt. Ich hatte also einen Teller. So, und dann habe ich von den Menschen einen Teller geschenkt bekommen. Und auf dem standen 4 Worte. Die schreibe ich jetzt mal auf. Das sind die Worte der Stalingrad-Kämpfer. Ja? Man hat den Teller für mich angefertigt. Ich habe es hier nochmal drauf geschrieben. Diese 4 Worte. Wollen wir den Teller jetzt mal pendeln? Also, er hat ja schon durch den Apfel. Gucken wir mal, wir machen das mal hier kurz. Wir werden es gleich hören. Zeig dir nochmal rein. Also, ich lege jetzt die niedrige Karte wieder auf. Haben wir noch einen anderen Teller hier von diesen Dingern, dass wir auch gucken, dass das eben keine Energie zusätzlich reingeschossen hat durch so einen Papierteller. Machen wir nochmal kurz. Weil alles, was umgibt, muss niedrigschwingend sein. Sonst haben wir im Prinzip, sonst kriegen wir Energien, die mit denen können die nicht umgehen. Ja, das mögen die gar nicht. Wenn wir zu, und ihr seht, der Teller hat 0. Das ist auch schön, dass du so einen Teller hast, weil das Geniale ist wirklich, der Teller hat nämlich keine Information, weil der Teller ist leer. Information. Alles geht im Leben um Information. Die beleben Wasser und hängen was an die Wasserleitung und das Wasser wird informiert. Aber habe ich gefragt, da könnte mir keiner was sagen. Das Ding soll 900 Euro kosten, das soll 2000 kosten. Es ging immer nur um Geld. Und es kann nicht sein, dass man für Gesundheit bezahlen muss. Gesundheit ist ein Geschenk. Das war meine Devise immer. Und jetzt pendeln wir diesen Apfel. Und seht ihr was? Ich habe aus dem Apfel ein Heilmittel gemacht. Ich brauche jetzt eine höhere Karte. Ich nehme jetzt die 10.000er Karte. Ich habe sie ein paar Mal, weil ich dachte immer, ich mache hier eine Kontrollgruppe. Trinkt nicht aus der Flasche.
Warte, ich bereite dir etwas vor, um dich nicht zu schädigen. Aber das können. Warte. Und jetzt darfst du trinken. Jetzt gießt du es aber erst rein. Und jetzt darfst du trinken. Jetzt heilt es dich. Das ist der Heilige Gral. Schön für die, die es jetzt. Es ist ganz simpel. Es muss immer simpel sein, sonst funktioniert es nicht. Weil die uns im Prinzip hier im Schach halten, das sind ja alles Menschen, die gar nicht wissen, was sie tun. Ja? Die Frau Merkel weiß nicht, was sie tut. Ja? Keiner in dieser Welt weiß, was er tut. Weil das ist ja eine Pyramide. Und am Schluss dieser Pyramide muss einer stehen. Und wenn es nicht simpel ist, dann funktioniert es nicht. Weil diese ganzen Trolle, die hier rumspringen, Verfassungsschutz, Staatsschutz und, wissen ja gar nicht, was sie tun. Ja? Sie tyrannisieren nur Menschen. Sie haben einen Auftrag und nur das machen sie. Sie stellen keine Fragen und sie tun. Der Bankberater, die Beraterin, die mit euch ein Konto abschließt, die weiß nichts über Geld. Die Regionalleiterin weiß mehr, ja, und Filialleiterin, Regionalleiterin, aber keiner versteht, wie Geld funktioniert. Nationalsozialisten haben sich natürlich ein bisschen auch mit dem Geldsystem auseinandergesetzt. Die wissen, wie Geld funktioniert. Die kennen also Fabian der Goldschmidt. Auf sowas will ich heute gar nicht eingehen, weil das ist einfach, das würde zu weit führen. Und das sind zu viele Informationen. Und Informationen sind immer schädlich. Also wir pendeln jetzt nochmal den Apfel. Der Apfel schwingt jetzt mit 20.000. Jetzt kann ich den Apfel aber auch von dem Teller runternehmen und kann dir diesen Apfel hier hergeben. Und jetzt pendelst du den Apfel nochmal. Die Information hat jetzt der Apfel. Das Wasser in dem Apfel ist informiert über diese vier Worte. Kraft in dem Licht und Feuer kommen. Du nimmst dann nochmal die kleine Karte. Ja, probier's nochmal. Also die, jetzt bloß nochmal zur Kontrolle, dass du siehst, du brauchst eine größere Karte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon gereicht hat, also ich habe das mit halber Stunde. Ich habe dann auch festgestellt, ich kriege eben bloß einen gewissen Grad an Informationen in Apfel. Ja, also ich dachte immer, das wäre die Obergrenze. Aber das war wieder mit dem, was ich wusste, hätte das nicht übereingestimmt. Also Marco braucht auch die höhere Karte. Also ihr seht schon, ja, wir können dann auch nochmal so ein Äpfelchen hier wieder aus der Tüte nehmen, was ich nicht essen würde. Also ich würde, muss ich, was das, der Punkt ist, ab einem gewissen Punkt dürfen wir nicht mehr mit dieser billigen Elektronik hier hantieren. Weil ich habe ja auch immer gesagt, die früher wussten Bescheid. Das waren die Cleveren. Wir bilden uns ein, etwas zu wissen. Merkst du? Und maximal in den Apfel gehen 40.000. Das ist die höchste Information, wie du einen Apfel informieren kannst. Mit normalen Dingen. Aber wir werden den heute über 10 Millionen bringen. Also es gibt keine Karte, mit der das messbar ist. Also ich werde diesen zum Lebenselixier auch heute noch machen. Aber ihr müsst die Reihenfolge erkennen. Also ich wieder hier diesen Teller. Und weil ich natürlich also Nationalsozialist bin, habe ich also die Siegrune. Ja? Die Waffen-SS hatte die Siegrune immer und sie waren so tapfer. Also habe ich hier die Siegrune mal drauf gemacht. Jetzt pendeln wir mal den Teller. Ich nehme es mal schön vorweg. Ich muss jetzt gleich mal die 100.000er Karte nehmen. Und ihr werdet dann auch verstehen, warum man uns bestimmte Zeichen verbietet. Ja? Und seht ihr was? Jetzt hat der Teller schon 200.000. Kontrollier es nochmal, prüf nochmal das Ergebnis. Der Teller schwingt jetzt mit 200.000. Also es ist schon mehr, also es würde euch schon kurieren. Das ist nur, damit ihr auch die Angst verliert vor bestimmten Dingen, weil man verbietet es uns aus bestimmten Gründen. Und es ist so verrückt. Aber es muss einfach sein. Es muss immer einfach sein. Sonst funktioniert es nicht, weil ihr alle, die ganzen Trolle, auch ein Herr Rothschild gar nicht weiß, was er tut. Ja, die Juden, die ihr für verantwortlich haltet, die sind es gar nicht. Also, jetzt, wir haben jetzt hier die Siegrune, jetzt informieren wir mal den Apfel. Also, wir haben jetzt aber den Punkt, jetzt kriegen wir hier 40.000.
an Bovis-Werten rein, an Bovis-Energie. Mehr kriegen wir über diese normalen Dinge nicht rein. Ingo ist also, jetzt mal kurz neugierig, wo ist denn jetzt der Energiewert? Achso, muss ich ja mal kurz hier runternehmen. Das Blöde ist auch, wenn ich jetzt die Äpfel tausche, mal kurz tropfe, dann ist der auch informiert, dann kannst du ihn auch essen. Also den kannst du jetzt schon runternehmen und essen. Das ist schon ein Heilmittel, das ist genial. 100.000, nee, 100.000 ist zu hoch für einen Apfel. Schade, dass ich keine Zitrone habe. Eine Zitrone hat nämlich null Informationen. Wenn ich den da drauf lege, dann hat die gleich eine Million. Also eine Zitrone hat wirklich Energie, aber nicht, wenn wir sie aus dem Supermarkt holen. Dann ist alles schön unter 1.000. Komma oder tot. Na, 20.000. Ja, mit diesen Worten bekomme ich nicht mehr raus. Jetzt habe ich mich gefragt, was haben die früher anders gemacht? Und das Grundstück war wieder so, in jeder Pfütze sah ich diesen Schlier und wenn ich ein bisschen gebuddelt habe, kam ich auf Ton. Ja? Und Radarator, früher haben die Tonkrüge genommen. Und die haben die Tonkrüge geschmückt. Natürlich haben die das, was die dort eingebracht haben in die Tonkrüge, haben informiert über das, was da drin ist. Welche Arbeit da drin steckt und. Das beschrieb das, was auf diesen Krügen drauf war. Und deshalb sind die Waren, die da drin waren, nicht verdorben. Deshalb, und Ton habe ich dann festgestellt, weil ich mit Wasser wieder hantiert habe. Und ich hatte das Wasser durch die Osmoseanlage, hatte dann Steine drin, habe eben auch Salzkristalle da daneben gestellt. Ich habe also auch eine Sohle gemacht, die ich immer konsumiert habe und ähnliches. Und in dieser Ecke hat es auch immer geschimmelt. Ja? Also wo diese Krüge standen, gab es Schimmel oben an der Decke. Und dann habe ich festgestellt, dass Ton, ich wusste es ja auch aus meiner früheren DDR-Zeit, dass Ton ja als Isolator benutzt wurde. Ja, Ton war ein Isolator, das heißt, es lässt keine Strahlung durch, ja, keine Informationen rein. Nur die, die im Prinzip an dem Gefäß dran sind, diese Informationen existieren. Also wieder falsch. Mann, dir muss es schlecht gehen. Kannst du ausbilden? Nein, um Gottes Willen. Wir können es verändern. Dann schadet es dir zumindest nicht. Aber du solltest dafür dich umzubringen. Du hast schlechte Energiewerte und ehe du alles weißt, solltest du aufhören zu handeln. Ja? Du bist momentan nicht handlungsfähig. Aber wir heben deine Energie. Heute machen wir auf deinem Schluss den Abschlusstest. Das ist, weil es so genial ist. Ja? Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass mit mir die Emotionen nicht durchgehen, weil ich möchte euch natürlich am liebsten alles gleich sagen, aber dann könnt ihr meinen Werdegang nicht nachvollziehen. Also habe ich Tongefäße genommen und dieses Gefäß, also jetzt hier in diesen Teller. Ja? Und dann dachte ich, Mensch. Jetzt, ich habe Bananen genommen, die gingen auf 100.000 und. Und dann kam mir wieder, sind Sie sich sicher, dass Sie alle Informationen haben? Das und Information. Und nun gab es mich gern halt. Jetzt dachte ich, Ingo, Sie haben es dir immer verboten, aber die Staatsanwaltschaft Dessau hat mir es ja zurückgeschickt, weil das zeigen darf ich natürlich nicht, aber ich darf sie besitzen. Und ihr wisst, was es ist, ja? Nee, ich will nicht, dass es gezeigt wird, nicht, dass einer sagt hier, aber ihr wisst jetzt, um was es geht, ja? So, also hat der Ingo natürlich eins gemacht. Ihr müsst jetzt mal vertrauen, dass das die Hakenkreuzfahne ist. Mit der Swastika Lebugira drauf. Und jetzt kann ich eins machen. Den lege ich drauf, den kann ich runternehmen und der ist energetisiert. Es ist verrückt. Und ihr merkt langsam, warum sie uns verschiedene Dinge verbieten. So schnell geht übrigens der Informationsaustausch. Ja? Es ist genial, weil diese Fahne, wir pendeln sie nachher gleich. Leider haben wir am Bahnhof, der Frank weiß es, ich wollte noch so eine bundesdeutsche Fahne holen, ja, dieser BRD, ja, wo keiner für verantwortlich ist. Die hätte nämlich null Energie. Deshalb seid ihr nicht heimisch.
Ihr seht, ich brauche eine neue Karte. Also der Apfel hat jetzt schon über 9000 mit diesem kurzen Kontakt, nur mit dieser Swastika Lebugira, also nur mit der Fahne, war kurz im Kraftfeld dieser Fahne. Und der Apfel hat jetzt 40.000. Kontrollier es nochmal. Das ist das Höchste, was man in einem Apfel kriegt mit herkömmlichen Mitteln. Teste nochmal kurz. Also nun war ja der grenzenlosen Testergeist des Nationalsozialisten keine Grenzen mehr gesetzt, weil ich bin für alles offen. Ja? Jetzt wollte ich wissen. Und das Schöne ist, dass diese Frau Thompson, die diese NELA-Karten programmiert hat, gar nicht weiß, was sie getan hat. Der reagiert von allein. Du kannst es eben, ich kann nicht manipulieren. Und das ist das Geniale. Weißt du? Es muss immer nachvollziehbar sein. Jetzt hat der jemand für mich einen Stick geholt, der soll auch original verpackt sein, ja, damit ihr alles seht, was ich mache. Wenn also alles Information ist, also ich habe das gesammelt, keiner konnte mir erzählen, wie Informationsaustausch stattfindet, was die da tun und. Jetzt nehme ich also diesen Stick hier raus. Ihr werdet überprüfen, dass ich hier nicht manipuliere, weil mir geht es doch eigentlich immer darum. Dass jeder das auch nachprüfen kann, was ich mache. So. Steckt den hier hinten rein, dass ihr den Stick immer seht. Und jetzt dachte ich, wenn das eben mit meiner guten Swastika Lebugira geht, dann nehme ich mir doch mal meinen lieben Adolf Hitler. Ich verehre diesen Mann ja sehr. Das könnt ihr natürlich noch nicht verstehen, weil viele hassen diesen Menschen für Dinge, die er nie getan hat. Viele lieben ihn für Dinge, die er nie getan hat. Oder verehren ihn für Dinge, die er nie getan hat. Aber nur wenige lieben ihn, wie ich. Ich liebe ihn. Weil ich bei ihm immer das Gefühl hatte, er belügt mich nicht. Bei meinen Politikern, die mich umgeben, habe ich nie das Gefühl, dass sie die Wahrheit sprechen. Also, was machte der Ingo? Hat er ihn mal... Ich, Idiot, habe ihn gelöscht. Schon. Das ist natürlich blöd, weil das Blöde ist natürlich, Ich wusste natürlich, ich wollte eigentlich alles platt machen. Jetzt bräuchte ich, du hast doch mit irgendeiner Rede von ihm oder so. Oder irgendein Video. Naja, das ist noch nicht ganz. Ah, das ist natürlich wieder blöd von mir gewesen, dass ich diesen guten Mann schon gelöscht habe. Könntest du mal kurz in meiner Tasche, das sind CDs. Ich glaube, an der Seite irgendwo müssten DVDs sein. Sind da welche? Ja. Also, jetzt ist das, was jeder Vertreter sagen würde, jetzt müssen Sie mir mal vertrauen. Ja, das ist eigentlich schon der Punkt, wo ich dann eigentlich sage, Schluss aus. Ja? Also, du kannst gehen. Hier ist noch der gute Onkel Adolf drauf. Also, gehen wir hier mal aufs Leere. Da, also ich mach's mal so, dass du es kontrollieren kannst. Das DVD-Laufwerk. Jetzt hoffe ich, dass die nicht so zerkratzt hat, dass nur die Informationen schon weg sind. Aber das ist doch eigentlich. Weil ich habe natürlich wieder getestet, wie folgt. Musik. Ich habe natürlich dann auch mit Musik rumgetestet. Bin natürlich neugierig. Ich höre übrigens nur noch Klassikmusik. Ich habe mir nichts mehr anderes rein. Ach so, dann als erstes habe ich also mit Musik. Ich habe mir dann den Beethoven bestellt und. Ich habe entdeckt, ich dachte eigentlich, ich muss mit Schwingungen arbeiten. Hier ist er. Und habe daneben Dinge programmiert. Ich übertreibe jetzt wieder, weil ich mich programmiert habe. Ich habe einfach bloß drauf gespielt. Ich habe eine CD gebrannt. Sozusagen. Es muss immer simpel sein. Es kann nie kompliziert sein.
es darf kein Geld kosten. Wichtig ist Gesundheit und alles ist ein Geschenk. Das war immer meine Maxime bei Volksdeutschland. Wenn etwas was kostet, du kannst es jetzt noch mal kurz kontrollieren. Also ich habe hier eine MP3-File drauf, das ist die Rede an die Arbeiter über Salzberg. Ich habe also hier eine Rede drauf von, sag schon, die Rede an die Arbeiter der Borsigwerke. Wir können mal kurz gucken, der will nicht so richtig, weil ich habe natürlich viel mit dem Ding rumgemacht. Und ich habe hier Hitler meinen Kampf draufgebracht. Das Original, nicht das, was es heute zu kaufen gibt. Das ist das. Also wir hören jetzt mal kurz, dass es so wirklich entspricht, dass nicht irgendwas... Du kennst die Rede? So. Also habe ich jetzt Folgendes gemacht, so wie er ist, habe es auf den Stick gemacht. Warte, ich muss mal kurz stoppen hier. Du musst jetzt mal kurz den Mund halten, mein Guter. So, du siehst jetzt auf dem Stick ist jetzt also sozusagen diese Rede. Und jetzt pendelst du mal diesen Stick aus. Ja, na gut, kann man nochmal. Du pendelst jetzt mal den Stick aus. Nimm gleich die 10.000er Karte. Weil der Mann hat nie gelogen. Die Frau Thompson hat einen Lügendetektor programmiert. Und ihr könnt dann selber... Hast du die 10.000? 10.000 bis 100.000. Der Wert dieser Rede war ungefähr 50.000, der Informationsgehalt. Also sozusagen, das ist immer das, der Mann spricht eindeutig, das muss man nicht erklären. Ich weiß immer, was der von mir will. Ja? Wenn in der Frau Merkel kann ich 2 Stunden zuhören und ich bin so genauso klug wie vorher. Ja? Also ich hätte natürlich gerne noch die Neujahrsansprache euch mal gependelt. Und du hast einen Informationsgehalt der Rede? Nicht, 50.000 ist der Informationsgehalt dieser Rede. Das habe ich vor Tagen, ich wusste nicht mehr genau. Und jetzt ist das Geniale, jetzt könnt ihr diesen Stick nehmen, nehmt diesen Apfel und jetzt ist er schon informiert und jetzt... Also, ich hoffe, wir haben da noch... Die Äpfel reichen dann noch. Die Möhren, wir können auch noch eine gekaufte Möhre. Das sieht ja auch sehr gesund aus, dass ich mich damit gut ernähren könnte. Wir haben hier also so ein Bund Möhren, ja, wie man das zu kaufen kriegt. Ich nehme das mal hier weg. Jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Jetzt hätte ich natürlich fast auf Adolf gelegt. Das wäre natürlich ein Problem gewesen. Dann hättet ihr ja gedacht, ihr kriegt Lebensmittel zu kaufen. Ich muss wieder ganz niedrig beginnen. Schon informiert, ja? Der Apfel ist schon kurz mal mit meinem Freund in Berührung gekommen und schon ist es passiert. Und danach noch ein Mittagessen. So war es wahrscheinlich bei mir. Ich habe einmal eine Rede gehört und schon war ich infiziert. Informiert. Das ist exakt der Wert einer Möhre. Das stimmt. Also die Möhren hier bei euch in der Berliner Region, die sind nicht besser als die, die es in MacPom gibt. Da bin ich auch beruhigt. Wahrscheinlich kann man, weniger Leben kann man den wahrscheinlich nicht entziehen. Doch, es geht noch ein bisschen besser. Das habe ich dann auch festgestellt. Du kontrollierst nochmal den Wert. Zwischen 2 und 3. So. 2000 Bovis-Einheiten. Wenn also ein gesunder Mensch um die 7000 haben sollte, also zumindest 1900 noch was, oder Beginn des 20. Jahrhunderts, dann würde dieser Mensch leider krank werden. Jetzt machen wir den Säulentest nochmal kurz. Spielt übrigens keine Rolle, ob das eine CD ist oder ein Stick. Die Information. Jetzt ist diese Möhre informiert. So einfach ist es Information, aber es erklärt ihn ja keiner. Aber um es zu verstehen, wie ich darauf gekommen bin. Das Geniale ist,
Ich habe dann natürlich die Frau Merkel, ich habe die Musik, die ich früher gehört habe. Ich habe gemerkt, früher habe ich gerne AC/DC gehört. Also ich war AC/DC-Fan, bin zu AC/DC-Konzerten gereist. Und als ich aber Nationalsozialist war, war es wahrscheinlich schon eine andere Karte. Du kommst nicht mehr hin mit der Karte. Eine Möhre nimmt mehr auf als ein Apfel. Nimm mal die 10.000 davon. Ihr könnt natürlich auch nicht mehr Informationen reinkriegen, als was dieser Stick hergibt. Also habe dann festgestellt, 50.000 ist dann natürlich auch Finale. Habe ich also eine Zitrone draufgelegt. Das müsst ihr jetzt mal mir wieder glauben, weil ich jetzt keine Zitrone habe. Aber eine Zitrone ist das Geniale. Die kannst du ordentlich schnell aufladen. Hast du 50.000 drauf? Speichert das also 50.000 ab. So einfach ist das. Jetzt nehme ich diesen Stick und ich lösche ihn. Woher kommst du? Zwischen 30 und 40. 30 und 40.000. Das würde euch schon wieder gesund machen. Das dürft ihr aber nicht zu kaufen kriegen. Ihr kriegt nichts zu kaufen, was lebt. Und deshalb wurde ich eben als Vegetarier nicht satt. Ja? Ich hatte immer Hungergefühl, ich war platt, ich fühlte mich kraftlos. Ja, also ich nehme jetzt also diese Informationen wieder von dem Stick runter. Löschen. Das ist gelöscht. Ja? Ich denke, das Formatieren können wir uns sparen. Also ich glaube, ja. Du pendelst noch mal kurz aus, wie jetzt der Informationsgehalt dieses Sticks ist. Das ist wie bei diesem leeren Blatt. Information. Es geht alles nur um Information. Aber keiner kann es erklären. Hast du die kleine Karte? Ja. Siehst, also macht auf der Nulllinie lang. Der Todeslinie, also es ist nichts drauf, es ist keine Information mehr enthalten. Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass es genauso auf der Basis funktioniert. Also jetzt machen wir mal kurz natürlich das, was auf der DVD drauf ist, damit ihr einfach mal seht. Ich spiele das letzte Mal kurz alles rüber. Ich sage jetzt also mal alle Ordner an. Leg die hier drüben ab. Ja, das passiert jetzt hier gerade. Also der kopiert jetzt auf den Stick die Information. Und wenn alles stimmt, was ich behaupte, dann ist, was du jetzt auspendeln wirst, auf dem Stick der Informationsgehalt genauso groß wie auf der DVD, von der jetzt gerade kopiert wird. Und das Blöde ist, ich habe mich natürlich von dieser ganzen Musik befreit, also, die mich krank gemacht hat oder die ich dann, wo ich zu Bewusstsein kam, nicht mehr hören konnte, komischerweise, wo ich aber nicht wusste. Also das Blöde war, also ich habe Alben von AC/DC, von Rammstein, wie sie alle heißen, es war immer 1000, niedere Schwingung. Das hat mich krank gemacht, deshalb konnte ich es auch nicht mehr hören, ja, deshalb habe ich es einfach gelöscht gehabt. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Das, ja. Also, solange wie das hier kopiert wird, gehen wir weiter. Also ich habe dann noch verschiedene andere Dinge probiert. Ich habe dann also, du hast eine schwarze, na da ist ja auch die Swastika Lebogira drauf. Naja. So, dass keiner jetzt uns was vorwerfen kann. Eine Swastika hat locker 100.000. Also, die hat mehr, eine Swastika, eine Bugira auch. Also dieser Informationsgehalt dieser Fahne beträgt 900.000. Ja. Weil da natürlich auch noch andere Symbole drauf sind, als nicht bloß die Swastika Le Bugira drauf, da ist auch noch der Adler drauf und da ist natürlich der Informationsgehalt höher als auf dieser Fahne. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt,
dass in jeder Straße diese Fahnen mit diesen Symbolen wehen, dann könnt ihr euch vorstellen, welche Energie auf die Leute gewirkt hat. Wenn ihr so ein Zeichen an eurer Jacke tragt, dann wirkt diese Kraft auf euch, weil sie euch informiert. Ihr seid ja eigentlich Wasser, also ihr seid ein Informationsträger, ja? Und damit überträgt sich die Kraft. Gibt man euch eben diesen Adler, klebt man euch einen Helm dran oder sonst was, dann überträgt sich die Kraft. Und deshalb brauchte man 117 Länder, um uns platt zu machen. Ja, sie haben 117 Länder dieser Welt mobilisiert, um uns zu töten. Ja, endgültig. Das ist noch nicht fertig. So. Also, ich kam an einem gewissen Punkt nicht weiter. Und jetzt war es so, ich habe dann also meine Musik ausgetestet, ich habe Filme, die ich selber abgelehnt habe, aber eben Menschen, die ich mag, wie zum Beispiel hier The Secret und ähnliche Filme, habe ich natürlich auch getestet. Dachte, bei 4 GB, ja, da muss ja Wahnsinns Informationsgehalt sein, aber er ist 0. Er ist 1000, weil er euch in niedere Schwingungen bringt. Das Problem ist, also bei der Originalausgabe von Mein Kampf, ich habe das gependelt, der ist über eine Million. Weil das Original beschreibt, wie sein Leben verlaufen ist, wie er zu der einen oder anderen Erkenntnis kam. Und ich konnte im Prinzip, wie ich das euch jetzt zeige, ich konnte nachvollziehen, was da passiert ist. Also kam ich im Prinzip, ich war jetzt bei den Symbolen und ihr habt mir die Blume des Lebens mitgebracht. Alle Welt schmückt sich mit diesem Zeichen, dieser Blume. Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Hat nicht erinnern, weil ich musste zerstören. Aber das spielt keine Rolle, es ist was Böses. An jeder Pyramide dieser Welt klebt dieses Ding. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die sich mit Esoterik beschäftigen und. Das hat mich auch immer interessiert. Ja, ich würde die nehmen hier, weil die ja so immer... Also, es tut mir leid, dass ich die zerstören muss. Eine Schere, haben wir eine Schere? Du pendelst jetzt mal kurz dieses Ding hier. Nimm gleich die niedrige, die 9000 Euro. Die brauchen wir nicht mehr. Jeder Mensch denkt, das ist die Blume des Lebens. Das ist die Blume des Todes. Die hat mehr als negative Energie. Die entzieht. Die geht noch unter die Nulllinie. Die ist im negativen Kraftfeld. Merkst du das? Und damit schmücken sich viele Frauen. Und vor allen Dingen die in der Esoterik-Szene. Ja? Die haben also diese Blume des Lebens als Anhänger und. Auf Wasserflaschen. Überall ist dieses Ding drauf. Und ich habe mich immer gefragt, warum die Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, so durch den Wind sind. Deshalb wusste ich auch, dass sie im Prinzip in einem sehr, sehr niedrig schwingt. Ja? Und jetzt müsst ihr mir schon wieder vertrauen. Ich habe also leider viele Informationen gesammelt und ich habe eben herausgefunden, dass die uns hier gerne manipulieren, als Juden bezeichnet werden. Und ich habe natürlich aufgrund meiner Erfahrung, die ich über sie gesammelt habe, habe ich festgestellt, dass sie nicht besonders kreativ sind. Dass sie einfach so Menschen sind, die verfolgen Rituale, machen immer dasselbe, weil sie wissen, wie wir Menschen uns verhalten. Das wusste ich im Prinzip, seitdem ich die Protokolle der Weisen von Zion gelesen habe. Sie wissen also, wie wir Menschen uns verhalten und damit können sie sozusagen, waren sie sich sicher, dass sie im Prinzip am Schluss zu ihrer neuen Weltordnung kommen. Also so im Prinzip im Groben. Also habe ich mir gesagt, auf jeder Pyramide in dieser Welt, ich habe jetzt mal den Film, die ich gesehen habe, vertraut, ist dieses Zeichen drauf. Ist dieses Zeichen. Da habe ich mir gedacht, wenn die nicht kreativ sind, haben die doch bloß einen Kreis drumherum gezogen. Dachte ich so. Also habe ich den Kreis mal einfach weggeballert. Ja, mit meiner Schere, habe mir das Ding ausgedruckt, habe den Kreis weggeschnitten
Ich muss jetzt hier recht, aber es müsste eigentlich funktionieren jetzt hier. So, jetzt pendeln Sie nochmal, bitte. So, jetzt hier fahren? Ja. Jetzt brauchst du eine andere Karte nach oben. Jetzt nimm die hier. Nimm die mit Millionen. Du brauchst die nächste Karte, du brauchst 10 Millionen. Gott sei Dank war der nicht kreativ, weil sonst wäre es für mich ein bisschen schwierig gewesen. Haben wir hier eine 10 Millionen? Nee. Müssen auch eine Hirn. Das ist eine Sonderanfertigung für mich. So. Das ist die höchste Karte, die es mal gibt. Also im freien Handel. Mehr ist nicht zu informieren. Mehr gibt es momentan nicht an Informationen. Also die Karte war eine Sonderanfertigung für mich. Also die hat extra, muss ich extra beraten. Aber die reicht nicht aus. Also die ist erschöpft. Das musste auch so sein, wenn die Pyramiden irgendeine Bedeutung hatten. Ein Pharao oder sonst was haben sie ja noch nie da drin gefunden. Ja? Merkst du das? Dass die, du bräuchst eine höhere Karte, aber die gibt es eben nicht mehr. Und das ist der Punkt. Ihr schmückt euch mit falschen Symbolen. Und das macht man wissentlich. Und Nadja, jetzt möchte ich mal deinen Anhänger haben. Achso, jetzt habe ich den Namen. Gib mal bitte den Anhänger. Nein. Was hast du jetzt eigentlich verändert an der. Ich habe bloß den Ring weggeschnitten, drumherum. Jetzt ist die Kreisform mal jetzt. Den Kreis. Und das war. Ich war auf deiner Seite nochmal kurz und habe geguckt, was mich so geschockt hat. Also, ja. Also es gab. Es gibt im Prinzip so ein Amulett. Da waren alle Runen drauf. Na, ich bin. Achso, na gut. Ich habe mich dann natürlich mit Runen beschäftigt. Also, das heißt, ich habe also Amulette. Ja, müssen wir rausschneiden. Also, das geht. Ich habe ein Programm, wo wir es rausschneiden. Pause machen wir mal Pause. Kurz. Ja. Das müsst ihr mal vertrauen, dass wir ja nicht manipulieren. So, also. Ich bin dann also zu den Runen übergegangen, weil. Die im Deutschen Reich haben sich mit Runen beschäftigt, dachte ich also, probierst du die Runen. Und dann hat man mir natürlich gesagt, mach die Hagal. Also das sagt ja jeder, nimm die Hagal. Ja? Ich hatte dich damals gefragt, was ich denn für Sinn an diese Hütte, die ich da gebaut habe, für eine Rune bringen sollte. Dann hast du gesagt, mach die Hagal und die Mannrune, da bist du in jedem Fall erstmal auf der sicheren Seite. Also habe ich die Hagal gemacht. Und ich möchte zu den Runen gar nicht weiter groß eingehen. Ach Gott, ich muss die niedrigen da. Ich will zu den Runen gar nicht so weit eingehen, weil da sind Dinge passiert, über die ich nicht sprechen will. Und deshalb, ich hatte ein Video aufgenommen gehabt. Wissen Sie? Das ist also eine Rune, die keine Kraft hat. Wenn man unwissentlich eine Hagal-Rune neben eine richtige Rune setzt, dann hat man mordsmörderliche Probleme. Ich habe dort Sachen gesehen, die ich nicht nochmal erleben will. Und ich wollte erst das Video Leuten zeigen, die ich kenne, aber das war dann zu erschreckend. Also ich kann euch sagen, lasst die Finger davon, wenn ihr nichts von Runen versteht. Ja? Aber mein Interesse war geweckt für Runen. Also ich wusste, es ist eine Wahnsinnskraft. Also habe ich mir wieder das Odinslied, das Runenlied vorgenommen. Weil ich, das war das Einzige, was eine Verbindung zwischen der Rune und was du tun solltest, herstellt. Also sprich, es beschreibt, was passiert. Also habe ich mir die Runen hergenommen, habe dann im Prinzip probiert. Und habe festgestellt, wie immer, es gibt nur eine Rune.
Und alles andere ist die Lüge wieder mal von unseren Freunden. Das ist Dichtung. Ja? Und das war natürlich, wie konnte es sein? Die ist. Die Ist-Rune ist die einzige echte Rune. Und jetzt nimm die 10-Millionen-Karte. Alles andere haben sie durchgestrichen, Kreuzchen gemacht. Achso, ich sollte ja nicht sagen, scheiße, ich wollte übrigens nicht sagen, was er pendelt. Nicht, dass er denkt, ich manipuliere ihn jetzt. Ich sag dann. Ich habe kurz nicht zugehört. Ja, trotzdem, er weiß es ja jetzt. Ich habe ihm ja schon gesagt, welche Karte er nehmen soll. Merkst du es? Die gute Frau, die das, die Karten programmiert hat, hat gesagt, es gibt nichts Höheres als 10 Millionen. Es ist nichts bekannt. Ein Strich durch die Rechnung. Ja? Und also habe ich wieder, nehme wieder einen frischen Apfel, lege den jetzt auf meine Ist-Rune, ziehe mal kurz einen Zünder. Na, willst du nochmal den Teller jetzt hier? Dieser Teller ist informiert jetzt. Nimm gleich eine Karte. Können Sie auch spannend machen, wir können auch hier die Karten durchgehen. Nimm mal eine kleine oder so eine mittlere Karte hier mit 10 bis 100.000. Die Karte reicht nicht aus. Ein Strich und die Karte reicht nicht aus. Jetzt probierst du den Apfel, den der kurz nochmal, das kurz auf der Ist-Rune war, wirklich. Und jetzt pendelst du den Apfel. Nimm erstmal eine, wenn der jetzt vorhin halt 40.000 haben wir nicht mehr erreicht. Erst einmal. Also bis 40.000, 50.000 war, glaube ich, das Maximal, was wir aufladen konnten. Noch ein bisschen runtergehst, reagiert es schneller. Und eine höhere Karte.
10 Millionen Karte. Mhm. Die ist ausgereizt. Nach einer kurzen Berührung mit dieser Ist-Rune. Die durfte man natürlich nicht verbieten, damit sie keiner erkennt. Ja? Weil alles, was verboten ist, da probieren die Leute rum, ja? Und dann geht das schief. So, und jetzt ist Folgendes. Das heißt, alles, was man im Prinzip mit dieser Ist-Rune in Berührung bringt, hat die volle Vitalenergie. Die volle. Und ich kann den jetzt einen Tag liegen lassen, zwei Tage liegen lassen, der bleibt in dieser Energie. Ja. Das war also mein Ausgangspunkt. Ich habe also die Rune gefunden, die die meiste Kraft hat. Ja. Alle anderen dümpelten so daher. Und der ein oder andere weiß ja jetzt eigentlich, oder glaubt zu wissen, wie die Ist-Rune dargestellt wird. Weiß jemand, wie die Ist-Rune dargestellt wird? Nein, nicht. Sein rechter Stil. Stillgestanden. Stillgestanden. Nun konnte natürlich der Herr Hitler nicht von den Leuten verlangen, stillgestanden. Ja, also das hätte ja ausgesehen als, weil man hat dieses Stillgestanden ja verwendet, damit sich das Heer als Einheit fühlt. Ja, also hat er sozusagen diesen Gruß, was sozusagen die verlängerte Ist-Rune oder eine abgeänderte Ist-Rune für ihn war, damit die Menschen trotzdem die Kraft und sehen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass viele so denken. Deshalb hat er diese Ist-Rune abgeändert in diesen komischen Gruß, was ihr, oder wie ihr das bezeichnet. Ist das eigentlich von den Römern? Ja, das, die Römer haben es von den Germanen oder von den Ariern. Das ist eigentlich ein alter arischer Gruß gewesen. Ich habe also mich dann beschäftigt, wenn es jetzt bei Äpfeln geht und alles, wie schaffen die es, weil egal was ich mich mit Medizin und Ähnlichem beschäftigt habe, und jetzt bräuchten wir bloß mal noch eine Untertasse. Eine richtige Untertasse? Das ist blöd. Da müssen wir mit dem Finger die benetzen. So, und jetzt habe ich also gefragt, wenn es bei Äpfeln geht, dann ist diese Frage mit dem informierten Wasser. Ja, also teure Geräte, tausende von Euros soll das kosten. Und jetzt nehmen wir mal ein normales Trinkwasser, was noch verschlossen war. Und diese Becher. So, ja, genau. Dieses und hatte doch hier solche Becher. Nee, so, ist auch egal, ja. Das, zwei Stück bräuchte man da. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie machen die das, dass ich habe hier wieder ein teures Brandenburger Quell, dass ich mich so richtig besaufen kann. Also ich habe mich viel mit Wasser beschäftigt und habe immer gelesen, was ist dran und was ist denn nun das richtige Wasser und. Und habe auch festgestellt, irgendwie kam ich da nicht zu Rande. Und jetzt nehme ich, leider kann ich jetzt, ich habe es bei mir zu Hause auf einer Untertasse schwimmen lassen. Ich muss jetzt mal hier ein paar Tropfen von dieser Flüssigkeit drauf bringen. Der Teller hat null Informationen. Also werden von dem Teller keine Informationen. Ah, scheiße. Das ist die Karte mit der Ist-Rune in die Rune gekommen. Das war natürlich die mächtigste Rune wieder. Haben wir noch einen Teller ohne Informationen? Das ist natürlich. Man muss auch vorsichtig sein mit Runen spielen. Das Gute ist, es ist dann meistens sofort wieder gelöscht. Ja. Ich muss schnell mal die Informationen runterbringen. Also wieder unser gutes Brandenburger Quell. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für euch. Danach kauft keiner mehr das Brandenburger. Doch oder doch, weil es ja keine Rolle spielt, was mit dem Wasser. Jetzt haben wir hier so ein bisschen feucht Biotop geschaffen. Jetzt nehmen wir mal ein Pendel. Ich nehme die Karte bis 9000. Ich zeige es nochmal rüber. Kontrolle. Ja, ist die 9000er Karte. Ihr sollt Wasser trinken, ihr sollt viel Wasser trinken. Wasser ist immer gut. Sehen? Es hat einen Tausender Wert. Und egal, ob ihr Leitungswasser nehmt oder sonst was, es hat immer einen Tausender Wert. Weil es immer gelöscht ist.
Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kippen wir das Wasser hier auf den Teller der Isrune. Lösche ich mal schnell. Das ist ja nicht so eine hohe Information, das war ja bloß eine tausende Information hier drauf. Habe ich jetzt hier gelöscht. Die Karte sauber. Kippe jetzt das Wasser, was hier von der Isrune, Homöopathie wieder, ja, also so funktioniert es. Hier ran. Jetzt nehme ich den hohen Wert. Haben wir hier eine Millionenkarte, nehmen wir jetzt mal kurz. Du siehst, ich brauche die höhere Karte, die Millionenkarte reicht nicht aus. Unsere gute 10 Millionen, die Sonderanfertigung. Jetzt machst du nochmal einen Vergleich. Aus dem billigsten Wasser. Ich habe das auch mit Leitungswasser probiert. Ja, also das müsst ihr mal wieder glauben, aber ihr könnt es selber probieren. Mit dem Leitungswasser, es hat immer einen Tausender Wert. Wenn ich ein Wasser, wir haben hier auch noch Bier, man kann das mit Bier genauso machen. Bier hat auch bloß einen Tausender Wert. Brunnenwasser dann auch. Immer. Und wisst ihr, wo der Fehler ist? Viktor Schauberger hat es gesagt. Ihr bewegt falsch, hat er immer gesagt. Also ich habe mich mit Viktor Schauberger beschäftigt und ich wollte immer wissen, was hat dieser Mann sich mit Adolf Hitler unterhalten? Und die haben sich einen Tag unterhalten. Und da ging es um Wasser. Es ging natürlich nur um Wasser, wenn es mit Viktor Schauberger zu tun hat. Und heute weiß ich natürlich, dass Viktor Schauberger natürlich auch nicht richtig wusste, wonach er suchen muss, weil es ist immer simpel. Wenn ihr Wasser aus einer Leitung nehmt, was durch einen Kreis fließt, wird jegliche Information gelöscht. Das heißt, fließt Wasser durch ein Rohr, fließt es aus dieser Öffnung raus, ist jegliche Information gelöscht. Man kann Wasser auf drei Möglichkeiten löschen. Einfrieren, abkochen oder aus einer Flasche gießen. Das heißt, du kannst das teuerste Wasser aus angeblich Lourdes in eine Flasche kippen und du trinkst es, hast du null Informationen. Es schädigt dich eigentlich. Nur wenn du es direkt vom Quell nimmst, zu dir nimmst, hat es die Heilkraft, die es hat. Deshalb, mir ist aufgefallen, also ich habe dann natürlich einen Selbstversuch gemacht. Ich dachte, gut, wenn das jetzt alles so ist, Ingo, dann trinkst du doch jetzt mal Bier und du trinkst das immer aus deiner Tasse mit diesem Strich. Ich habe also bloß diesen Strich dran gemacht, ein Mann hat, und seinen Stift, hat den Strich dran gemacht und siehe da, ich hatte die volle Energie. Also auch das Bier war voll aufgeladen. Egal was ich probiert habe, es war immer voll aufgeladen. Obst war immer voll aufgeladen, wenn es mit dem in Berührung kam, immer war es voll aufgeladen. Ich könnte das mit allem machen. Ich könnte das mit jedem Gegenstand machen. Dein Pullover, ich kann jedes, was ihr anhabt, kann die volle Energie. Das Wasser sieht es doch gar nicht. Das spielt keine Rolle, aber die Tasse weiß, was sie ist. Und das ist der Schlüssel. So, darum geht es im Leben. Es geht nur um Informationen. Aber ihr kriegt immer die falschen. Ja? Eine Säure oder sonst was ist, wenn es aus der Flasche gegossen wird, hat es null Informationen. Es ist also am niedrigsten Punkt. Ja? Und die Informationen, die auf der Flasche draufstehen, die sagen euch, was damit passieren soll. Wenn es aus der Flasche kommt, hat es null Informationen. Würdet ihr es auf die Isrune schütten, hätte es die volle Energie. Ihr könnt es mit allem probieren, ich habe Tage probiert. Also wieder dieses, ihr müsst mal. Was war dann der Unterschied?
Der Unterschied war, dass es voll, also, voll informiert. Ich wollte noch gestern das mit der Natriumhydroxidlösung probieren. Ich wollte da mal in meine Hand reinhalten. Ja, aber das war dann die Zeit ein bisschen knapp. Aber ich bin heute davon überzeugt, dass es nichts gibt. Und jetzt habe ich also diese Ringe getestet. Ich habe also geguckt, warum die Frauen so durch den Wind sind. Ja, mir ist immer aufgefallen, umso mehr die sich mit Esoterik beschäftigen und umso garnierter die sind mit Schmuck, umso verrückter sind die. Ja, ich konnte sie nicht nachvollziehen teilweise. Und ich habe dann also den Ring, den hatte ich eigentlich mir bloß für den Knast angefertigt, um mir silberkolloidales Wasser zu fertigen. Dazu hatte ich mir diesen Ring, weil man mir den nicht abnehmen konnte im Knast. Um mich im Prinzip zu schützen vor Bakterien oder sonst was. Ja, weil das ja mehr als Antibiotika wird, die sich damit beschäftigt haben. Und habe ich also meinen Ring gemessen, energiemäßig, null. Ich habe ihn auf die Ist-Rune gelegt, null. Also dieser Ring entzieht mir Energie. Und das heißt, dieser ganze Schmuck, ob es eine Kette ist, ob es ein Ring ist, legt sozusagen die Frau an die Kette. Ja, weil die sich ja mehr mit solchen Dingen behängen. Von Piercings wollen wir gar nicht reden. Ja? Und jetzt ist das Verrückte. Und wir haben vorhin eine Eingangsmessung gemacht und bei mir hat ja die 10 Millionen Karte nicht ausgereicht. Und weißt du, was der Unterschied zwischen uns allen war? Ich hatte einen Strich. Er hatte einen Strich am Arm. Und dadurch wusste mein Körper endlich, was er war. Mein Körper ist nämlich Licht. Und dein Körper ist Licht. Und jeden sein Körper ist Licht. Und Adolf Hitler hat das erkannt. Der konnte aber natürlich den Leuten nicht sagen, hier, pass auf, mach mal einen Strich. Dann hätten sie gleich was für sich eingeliefert. Ja? Und er sagt es auch in der Geheimrede, wo es um den Anschluss von Österreich ging, dass eben die Menschen langsam darauf vorbereitet werden müssen, im Prinzip, sie sind mit Religionen aufgewachsen und Ähnlichem. Und jetzt möchte ich, dass du mal, das Wort Treue und so haben wir vorhin mal schon gependelt, und jetzt möchte ich, dass du mal Gott pendelst. Viele glauben dran, ja, im Vertrauen auf Gott, so steht es in diesem Grundgesetz gleich als erstes, ja, was man uns ja heute als Geltungsbereich verkauft, im Vertrauen auf Gott. Und jetzt pendeln wir mal den lieben Gott. Wenn es eine Lüge ist, dann hat er null Energie und entzieht euch Energie. Wenn es der Erstrebenswerte wäre, dann wollen wir Allah, Buddha und die ähnlichen Halbgötter auch noch machen. Wir machen mal Allah für unsere neuen Mitbürger. Machen wir mal Allah. Er wollte noch ein bisschen unter Null gehen, also es entzieht euch die volle Energie. Mit Jesus? Alle. Was ist mit Licht oder Schöpfung? Das ist das einzige Wort. Das ist doch das Einzige. A-L-L-A-H. Wir müssen auch noch lernen. Wir müssen zu lernen. Wie hieß es früher? Allah ist weise, Allah ist mächtig, bald kostet der Sprit bei uns auch in Mark 60. Das war mal so ein Spruch von uns Ossis. Ich bin der Ungläubige. Nenn's mal viele. Ja, der Mann ist auch nicht viel los, ne?
Den würde ich auch nicht wetten. Jetzt habe ich die Information gelöscht auf diesen Teller. Also, und jetzt pendeln wir den Teller nochmal. So einfach geht das. Das ist auch zu den Runen. Ja? Du kannst auch die Runen sozusagen selber durchstreichen. Wo ja behauptet wird, nur der sie geritzt hat. Ja? Kommen wir eben zum Runenlied der Edda, wo eben beschrieben wird, weißt du zu ritzen, weißt du zu färben. Ja? Lieber nicht geritzt, als zu viel geritzt. Ja? Und an allen Gebäuden oder diese großen Monumentsteine, die überall standen, die symbolisierten nur das Zeichen für Licht. Wenn ihr eine Maschine anschalten wollt, dann ist immer dieser Strich. Und wenn ihr die Maschine tot machen wollt, ist immer der Kreis. Und man hat so viel auf diese Dinger draufgeschmiert, dass alle Menschen versucht haben, das zu deuten. Was ist das und was ist das? Aber in Wirklichkeit symbolisierte es nur, es sollte diesen, wie es der virtuellen Welt darstellen, was es ist, Licht. Und dieser Apfel, der ist genauso viel wie dieser Laptop. Wenn ich auf diesen Laptop einen Strich mache, ist der genau, weiß der, was es ist. Der schmeckt nicht so gut, ja. Aber mein Handy, ja, habe ich oft geladen. Ja, das hat jetzt genauso eine hohe Energie wie ich. Das Blöde ist nämlich, wenn du in einem Umkreis bist mit niedriger Energie, irgendwann, du merkst das ja. Ja? Ich habe auch meine Sachen. Ich habe diese Etiketten rausgeschnitten, ja, diese Information, weil der Pullover ja alles wusste, wann er zu waschen ist und. Der konnte auch mit der Information ja nichts anfangen, weil der nicht wusste, dass er Licht ist. Und ab dem Punkt, wo auch er wusste, dass er Licht ist, also jetzt, wenn wir jetzt hier kamst du hoch, ne? Ich habe jetzt die 100.000 an, das hat nicht ausgereicht. Ja, die reicht nicht. Also wenn du jetzt hier den Strich oder bloß Licht lässt, dann reichen die Karten nicht aus. Mhm. Und jetzt habe ich also hier oben Samsung, ich mache jetzt mal für die Werbung, habe ich also durchgestrichen und habe diesen Strichcode, der hier unter dem Akku und auf meinem Akku, habe ich die Informationen gelöscht. Ja, ich habe die einfach mal den Aufkleber abgezogen und habe ihnen dann den Strich gegeben. Und jetzt weiß mein Telefon eben auch, dass es Licht ist. Und dass ich auch weiß, dass es Licht ist. Und alles, was mich umgibt, Licht ist. Und deshalb hat diese Energie so zugenommen. Ja? Also ich... Das gibt es gar nicht. Das existiert nur in deinem Kopf. Aber es gibt doch Leute, die das gemessen haben. Die wissen noch nicht mal, wie Wasser funktioniert. Die wissen noch nicht mal, wie Wasser aufgebaut ist. Wir können das mit jeder Flüssigkeit probieren. Egal, das teuerste Wasser, was ihr kauft, was ihr zu kaufen könnt, schüttet ihr es durch eine Öffnung, wird es ausgeschaltet. Jegliche Information ist gelöscht. Ihr könnt das probieren bis zum geht nicht mehr. Und unsere lieben, lieben Wissenschaftler arbeiten mit solchen Dingern. Ich habe hier bloß ein primitives. Sie ziehen also Flüssigkeit rein, transportieren das auf ihren... Ich habe nämlich auch ein Mikroskop und wollte eigentlich mich mit Wasser ja beschäftigen, wollte Informationen über Wasser haben. Also hatte ich auch so ein billiges Mikroskop mir gekauft, was mein Geld hergegeben hat. Habe also das drauf gemacht und ich habe keinen Unterschied festgestellt. Ich meine, ich hatte vielleicht eine Vision, was ich sehen will, aber in Wirklichkeit habe ich nichts gesehen. Ja? Und ich musste eben feststellen, am Schluss, das war mir dann logisch, weil ich viel recherchiert hatte, dass das genau der Grund ist. Wenn ich hier eine riesen Bedienungsanleitung schreibe, dann kann ich sozusagen im Kopf schon visualisieren, was das Ding was passiert. Ich habe die Information schon gespeichert. Und wenn ich dann diesen Tropfen und ich denke, es ist Arsen, dann ist es Arsen. Kommt er auf die Ist-Rune und die Ist-Rune schwingt in meiner, also ich habe den Strich, es weiß, dass ich Licht bin, und der Teller weiß, dass er Licht ist, dann informiert er natürlich auch die Flüssigkeit, dass es Licht ist. Und dann sind wir drei auf einer Ebene und dann kann es mir nicht schaden. Und deshalb ist das mit Bier. Ich habe das dann also gemacht, ich habe zu Hause mir eine Flasche Bier besorgt, habe einen Schraubenzieher genommen und habe hier einen Schlitz reingekloppt mit Hammer und Schraubenzieher. Und dann habe ich das ausgegossen aus diesem Schlitz.
Und ihr wisst, was rauskommt? Den Kronkorken nicht abgemacht, sondern... Ich hab bloß mit einem Schraubenzieher ein Loch reingemacht. Und ich konnte sofort, die 10 Millionen Karte hat nicht ausgereicht. Das heißt, alles, was sie auf die Felder sprühen, was ihr aus einer Spraydose irgendwo dran sprüht, weil ihr hofft, dass es hilft, also Glaube versetzt Berge, Gedanken Realität und diesen ganzen Kram. Aber das, was ihr am schlimmsten, was bei euch am schlimmsten ist, ihr bringt Verunsicherung rein. Weil die Wand plötzlich nicht mehr weiß, was sie ist. Ihr macht wilde Muster dran, aber die Wand weiß gar nicht, was sie ist. Das Auto ist voller Strichcodes, ja? Voller Zahlen, Daten und Fakten. Aber es weiß nicht, was es ist. Ich bin ein Autoschlosser und ich habe in den neuen Autos Panik bekommen. Ich wusste nicht, was los ist. Ich meine, ich habe Autos geliebt und, aber ich wusste nicht, was mit den Autos los ist. Und es waren die Informationen, es waren die vielen Informationen, die dort passiert sind. Ich habe dann also, bin dann also zu der Erkenntnis gekommen, ihr bewegt falsch, Viktor Schauberger. Ja, hatte dann, dadurch, dass ich ja Versuche gemacht hatte, erst mal meine Schwingung 40.000, da habe ich verrückte Dinge erlebt. Ja, ich habe dann Gott sei Dank gleich die richtige gefunden, dass ich in der richtigen Schwingung war. Ja, ich kann das auch jetzt sagen, der ein oder andere mag vielleicht noch lachen, aber als ich so in der 40.000er Schwingung war, habe ich Reichsflugscheiben gesehen. Ja. Alle Sterne waren Reichsflugscheiben. Ja. Ich habe dann natürlich die Schwingung erhöht, da habe ich noch verrücktere Sachen erlebt. Ich konnte mich mit der Kamera nicht mehr darstellen. Deshalb habe ich dann schnell diesen Sprung zur Ist-Ruine lieber gemacht, weil ich mich da wieder normal fühle, weil mein Körper jetzt wieder weiß, was er ist. Ja, also ich habe mit Runen sozusagen rumgespielt, die mir gar nicht bekommen sind. Also deshalb warne ich davor, irgendwelche Runengeschichten zu machen, Kombinationen und mit irgendwelchen Sprüchen dann umzugehen, weil es war nicht so lustig. Also ich habe dann auch die vor meine Lautsprecherboxen, die ja eigentlich rund waren. Die logische Erkenntnis war, alle Informationen, die da rauskommen, sind tot, ja, und schaden mir. Also habe ich dort eine Blende angefertigt mit einem Rechteck und habe die dann vor den Lautsprecher getan und habe mich plötzlich im Weltenwohler gefühlt. Weil die Information, die ich über den Lautsprecher bekommen habe, war tot. Und ich habe bloß dieses Viereck davor gemacht. Oder einen Strich an die Dinge, die mich umgeben. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ich habe dann auch festgestellt, bei dem Auspendeln von verschiedenen Dingen, die mir am Herzen lagen, Pullover, die alt waren, und, habe ich begriffen, dass Dinge, die mir geschenkt wurden, die ich einfach so bekommen habe, extrem hohe Energiewerte haben. Ja? Auch wenn sie gekauft waren. Aber derjenige, der, wenn er sich Gedanken drüber gemacht hat, ob das mir gefallen könnte und so, waren die Energiewerte extrem hoch. Und wenn ich mir selber was gekauft habe, dann war das eigentlich ganz niedrig geblieben, auch wenn ich es schon lange getragen hatte. Und da habe ich natürlich gleich gemerkt, also ich habe dann natürlich wieder umgeschalten auf mein Wissen, was ich gesammelt hatte. An der Zahl sollt ihr es erkennen. Und eine Bekannte von mir, die sich auch mit Heilungen und Ähnlichem beschäftigt, die hat einen Haufen Mittelchen. Und bei manchen steht drauf, was alles drin ist. Und manche haben einen Strichcode und manche nicht. Und die keinen Strichcode hatten, die waren zumindest nicht ganz so schädlich. Also zumindest erstmal, also nach dem Pendeln waren die Energiewerte, sagen wir so, um die 10, 15.000, also nicht höher. Also es hat zumindest keinen Schaden zugeführt nach dem Herrn Bovis. Und natürlich, wenn ich dann das Produkt per Pipette, weil da ist immer eine Pipette mit dabei gewesen, dann aufgebracht hatte, war der Informationsgehalt wieder gelöscht. Von null. Ich habe das auf dem Sprüher gemacht, der Informationsgehalt war null. Habe ich das im Prinzip aus der Flasche rausgegossen, war er null. Ich könnte das mit allem probieren. Also bei Pulver, da war es dann geblieben, dass der Energiewert, der war. Aber sehr niedrig eigentlich. Ja.
Ich habe das mit Tabletten probiert gehabt, die einen Strich drauf hatten, also diese Brechkante, sozusagen die Ist-Rune. Die hatten einen hohen Energiewert und die glatt waren, wo bloß ich bin das und ich bin das drauf gedruckt war, die hatten ganz niedrige Energiewerte. Und so kam es eigentlich bei mir zu dieser Idee mit diesen Ein- und Ausschalten, ja, auch mit dem Ring. Und jetzt war ich voll außer Rand und Band. Ich habe dann also auch mal den guten Adolf Hitler, der mich ja eigentlich mein Leben lang beschäftigt hatte und wegen dem ich ja auch in einem eurer Lager war für Meinungsbildung. Ich brauche die 10 Millionen Karten gleich, um es nicht zu lange zu machen. Die 1 Million? Hier. Die 10 Millionen. Müssen wir noch mal kurz die Informationen löschen. Ich habe den aufgelegt, habe ihn gependelt. Ich denke, ihr seht, was es ist. Es muss hier auch an der Mittellinie langlaufen, weil sonst wird es ja ins Negative gehen. Ja? Ins Negative fällt ist er aber nicht, weil er nie gelogen hat. Und ihr könnt jede Rede von der Frau Merkel nehmen oder sonst irgendeinen, weil es leblose Menschen sind. Die Menschen, die hier sind, die wissen, ich lese nichts ab oder ich habe auch nichts vorbereitet, weil das, was ich euch eigentlich sagen will, das ist total verrückt. Ihr habt jetzt jedenfalls gesehen, wie ihr euch selber den heiligen Gral herstellen könnt. Und nur Dinge zu euch nehmt, auch wenn ihr denkt zu sündigen, ja, das fällt weg. Weil die Sünde und Ähnliches ist im Prinzip das Negative. Ich hatte einen Teller, wo dieses aufgedruckt war. Ich habe natürlich dann brutal, wie ich bin, auch diese Worte rausgeschliffen. Ja, dann war natürlich die Information noch wirklich gelöscht. Ich habe einen Becher, also einen Metallbecher gehabt. Da stand unten drauf rostfreier Stahl. Der Becher war natürlich nicht rostfreier Stahl, der war ja nur Licht. Also habe ich meine Flex genommen und habe diese Fehlinformationen gerade weggeschliffen. Damit habe ich die Ist-Rune sozusagen manipuliert. Bin unter meinen Wasserhahn gegangen, habe das Wasser eingelassen, habe es getestet, nicht mehr messbar. Also am Anfang dachte ich erst nur Tonwerteträger. Also würde abschirmen und würde die Information, aber es geht bei allem. Mein Impfausweis, ja, mein Impfbuch, ja, ein Haufen Kram steht da drauf, was ich gar nicht deuten kann. Ich kann auf der Hand pendeln, das funktioniert jetzt bei mir auch. Also ich kann den. Das Impfbuch schwingt jetzt genauso hoch wie Adolf Hitler. Und jetzt hier habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe hier natürlich das informiert. Ja? Und jetzt habe ich das gemacht, was unsere Freunde getan haben. Sie haben es einfach durchgestrichen. So ist das Kreuz entstanden. Dieses liebe Kreuz, was auch so viele um den Hals hängen haben. Und jetzt nehmen wir nochmal die hohe Karte. Gib mir die 9000er Karte, bitte. Das Impfbuch hat jetzt einen Haufen Informationen. Es ist unter Null. Es entzieht ihm die Kraft. Und jeden Menschen, den ihr beerdigt habt, und wo ihr ein Kreuz drauf genagelt habt, und wo ihr seinen Namen drauf geschrieben habt, und Ähnliches, habt ihr als Untoten. Also wenn ihr nicht verbrannt habt. Also wer sich nicht an das Ritual des Verbrennens gehalten hat, den habt ihr hier gelassen. Weil das Problem an der ganzen Sache ist, der weiß nicht, was er ist, der ist eigentlich Licht. Und um zurückzukehren, muss er wissen, was er ist, Licht. Und das ist das Verrückte, als ich eben in verschiedenen Spektren gemacht habe ich eben zum Beispiel
hat sich mein Gesicht verändert, also im Spiegel. Ja, plötzlich erschien Adolf Hitler, erschien der und der. Fragen, die ich mir immer gestellt habe, ich habe dieses, der Kammerdiener von Adolf Hitler habe ich mir angeguckt und eine Frage hat mich immer bewegt, das hat den Kammerdiener auch bewegt, der hat immer gesagt, Hitler war ein sehr, sehr bescheidener Mensch, aber der hat jeden Morgen zwei Rasierklingen gebraucht und das habe ich nicht verstanden, hat er, so sagt er das, in diesem Video kurz vor seinem Tod, ja, er hat ja über 50 Jahre geschwiegen und als ich dieses Gesicht von Adolf Hitler im Spiegel sah, habe ich ganz automatisch, ich bin ein altmodischer Mensch, ich mag keine elektrischen Rasierapparate, ich habe so einen billigen und habe ganz automatisch zwei Klingen gleich eingelegt, mit einem Schlag und habe festgestellt, dass ich mich kaum schneide. Also der Mann wusste, wie man sich mit so einem altmodischen Rasierapparat nicht verletzt. Es ist ihm, er hat bloß zwei Klingen übereinander, dadurch hat die nicht so vibriert. Und dadurch schneidet sie. Ja. Also er hat das gewusst gleich. Das kam sofort. Ja, und der Kammerdiener hatte sich dann auch verworfen mit Hitler. Und nur weil er eben dieses Fachinger nicht dabei hatte. Weil Hitler wusste, dass im Prinzip das Wasser ist der Informationsträger. Und er hat dann sozusagen diese Bewusstseinsschübe, wo eben auch Goebbels gesagt hat, er wusste nicht, ob er Mensch ist oder sonst was. Oder was mir eben passiert ist in dem Wald, wo ich diese Emotionen, diese ganzen Energien dort gespürt habe von diesen Menschen, die eigentlich, naja, die sind eine Frage. Aber das ist natürlich die falsche Energie, weil die entzieht uns ja. Ja? Und ich habe also weiter geforscht. Ich wusste also, nun leider auch ja, aufgrund meiner Forschung von dem Herrn Kammmeier, der in den 30er Jahren ein Buch geschrieben hat über die Fälschung des Urchristentums, des Christentums und. Und auch von Menschen wie Olaf Erdmann, dass ganz einfach die Geschichte ja zum einen komplett manipuliert ist und zum anderen, dass Jahre eingefügt sind. Also er hat gesagt, damals zu mir 297 Jahre. Und jetzt habe ich mir das natürlich mehrfach angehört. Ich habe mir das auch im Schlaf angehört. Und ich habe aber eins gesagt, eines stimmt nicht. Aus meiner Erfahrung ist eben dieses Volk, was andere Völker dominieren will, nicht kreativ. Für 297 Jahre fehlt ihnen die Fantasie. Und so war es auch. Es war ein Jahr, was sie eingefügt haben, die Eins wieder. Aber sie haben natürlich nicht groß neu gedichtet, sie haben bloß aus den Textstellen entfernt und haben oben die Datumsangaben. Früher hatte ein Dokument immer drei Angaben. Das Jahr Christi, das Jahr, wann derjenige König wurde und das Amtsjahr. Ja? Und die haben diese Daten immer durcheinander gewürfelt. Und unsere lieben, guten Wissenschaftler, ja, die haben es doch fertiggebracht, ganz einfach wirklich, das so zu machen, dass dort die Dokumente, wo noch alles stimmte, als Fälschung hingestellt haben. In der Behauptung, dass im Prinzip die damals in den Kanzleien zu blöd waren, zu wissen, wann der König wurde, an welchem Jahr sie sich befinden und. Und so haben sie in die ganze Geschichtsschreibung umgeschrieben, auf dort, wo es durcheinander war, das waren die richtigen Angaben, da haben sich zum Beispiel die Stadt Hamburg, hatte die Originalurkunde, ja, wo alle Daten richtig waren und dann hat man in Rom geguckt und hat dann festgestellt, dass natürlich dort die verfälschten Daten waren und dann hat man natürlich Hamburg, die Hamburger Urkunde verworfen, obwohl es eine Ausfertigung war, eine Originale und beim Papst, die wurde eben als richtig anerkannt, obwohl sich die Stadt Hamburg damit beschissen hätte. Ja, also sie hätte auf Ländereien verzichtet, weil eben Textstellen rausgemacht wurden und dann die Daten gewürfelt wurden. Das ist dieses Jahr, was mehr zu wehren waren sie nicht in der Lage, weil für 300 Jahre reicht die Fantasie nicht. Ja? Und jetzt ich musste mich natürlich auch mit der Rassenkunde. Alles hat darauf hingedeutet, auch im Dritten Reich hat man sich mit Rassen beschäftigt. Ich wusste, aufgrund Geldsystem, mit dem ich mich beschäftigt habe, und überall habe ich gelesen, die Juden sind an allem schuld. Hitler sagt auch in meinem Kampf,
Er beschreibt ja da, wie er im Prinzip, er hat ja auch erst nicht negativ über sie gedacht, dann hat er überall festgestellt, dass sie überall ihre Fingerchen mit dem Spiel haben und ein bisschen so die Fäden ziehen. Also musste ich mich natürlich auch dieser Frage stellen. Da gab es keinen umhin. Und das Blöde ist natürlich, da gibt es nicht viel Informationen dazu. Ja, die Informationen sind alle gelöscht. Also in Büchern nach 45 brauchte ich nicht mehr nachgucken. Da waren sie gelöscht. Und da kam mir wieder mein Knast zu Hilfe. Ja, ich war wieder im Knast. Und unordentlich, wie sie so sind, ja, haben sie doch da tatsächlich, zum einen haben sie alle Hitler-Erlässe auf meiner Station, alle Hitler-Erlässe von 1939 bis 1945. Das sind alle Befehle, die er gemacht hat. Also habe ich natürlich dieses Buch, das war so dick. Das hat noch nie einer vor mir angefasst, weil der ja immer nur war, was er ans Oberkommando und an den befohlen hat. Und da, ich habe nichts über Rassen gefunden. Ja, dass irgendeiner abzutransportieren ist und. Man hat ja auch zugegeben, dass er vielleicht von nichts wusste. Ja, also er wusste von nichts. Er war da auch ein Dummer wie die anderen. So sagt die heutige Geschichtsschreibung momentan. Aber er hat zum Beispiel geschrieben, dass die Bevölkerung in Norwegen nach der Besetzung zu achten ist, dass Schändungen an Frauen sofort mit der Todesstrafe und dass, wenn der Krieg vorbei ist, hat er eben in die Wege geleitet, für die gefallenen Angehörigen sozusagen, also verbliebenen Wohnungen, dass sie versorgt werden, und solche Erlässe waren dort eben aufgeführt in diesem Buch. Das war ein Buch von heute. Ja. Das kann auch jeder sich bestellen, Hitler-Erlässe von 1939 bis 1945. Das gibt es also in dieser Bundesrepublik Deutschland eben frei zu kaufen. Und dann gab es doch tatsächlich ein Buch von 1943, ja, Menschenrassen, geschrieben von den Russen. Und da waren die verschiedenen Rassen natürlich aufgeführt. Das hat mir aber noch nicht gereicht. Und jetzt kam ich natürlich an die alten Bücher nicht ran. Also die, auch bei archive.org, ja, wo man alte Bücher googeln kann, weil ich nur noch Informationen vor 45 gesucht habe. Weil danach ist alles im Prinzip manipuliert oder verdreht, sodass die Verbindungen fehlen. Ja, wie zum Beispiel bei der heutigen Ausgabe von Mein Kampf. Da sind so viele Kommentare eingeführt, dass ihr im Prinzip nicht verstehen könnt, wie er zu den Informationen kam. Wie ich jetzt eben euch versuche, das, wie ich zu der Information kam, zu erklären, so hat er eben sein Buch geschrieben. Wir haben alles gekappt. Und da kam natürlich auch raus, dass diese jüdische Rasse im Prinzip versucht, die anderen zu manipulieren. Und natürlich uns versucht, wir sollen uns punchen und mischen bis zum geht nicht mehr. Aber die versuchen im Prinzip immer rein zu bleiben, um im Prinzip uns überlegen zu sein. Ja, irgendwann. Und na, das hat mich natürlich erstmal wieder fragen lassen. Ich habe dann gedacht, wenn du das jetzt alles so nicht weißt, dann musst du eben zu die Kleintierzüchter gehen. Na, dann musst du dir eben dich mal mit Zucht beschäftigen, weil die müssten ja über Rasse noch ein bisschen, die machen Kaninchenrassen und. Ja. Da kommt nie einer auf die Idee, ich habe hier bloß noch einen Gorilla, ja, und wir haben dort noch einen Menschenaffen. Ja, da würde sofort der WWF sagen, nein, das sind unterschiedliche Rassen. Aber wir sind alles Menschen. Das Komische ist, wenn ich einen Schwarzen und einen Schwarzen kombiniere, kommt leider kein Weißer raus. Tut mir leid. Funktioniert so nicht. Ja? Es funktioniert eben auch nicht mit jemandem, der eine gelbe Hautfarbe hat, mit einer weißen Hautfarbe. Da kommt immer irgendwas Gemischtes raus. In verschiedenen Rassebüchern, die ich da gelesen hatte, ist es immer so, dass sozusagen die negativen Eigenschaften sich dann sozusagen auf den Mischling übertragen. Ich habe dann in anderen Büchern, die aus dem 17. Jahrhundert, die ich da gefunden habe, haben sie eben zum Beispiel gesagt, dass, oder da war noch ganz klar, dass es eben auch diese Geschwisterliebe war, eben, wenn beide noch also noch kein fremdes Blut drin war, dass die ganz einfach dann keine dummen Kinder kriegen. Sobald aber im Prinzip da schon was Gepanschtes drin ist, dann kriegen die einen Klaps. Ja? Dann sind die sozusagen wie überzüchtet. Jetzt war natürlich, also für mich das erstmal so geklärt. Die Guten waren natürlich erstmal auch für mich wieder die momentan Schuldigen. Und
bei meinem Rausstreichen von diesem Teller ist mir ein Wort natürlich extrem aufgestoßen. Ich lösche jetzt mal die Informationen erstmal. Das Blöde ist aber, wir machen es mal so. Ja, das ist jetzt gelöscht. Also wir pendeln es nochmal kurz aus. Ja. Der Teller weiß wieder nicht, dass er Licht ist. Also der weiß gar nicht, der ist auch durch den Wind jetzt wieder. Ja, ich habe ihn wieder komplett verrückt gemacht. Ja. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung, wie ich nahe rankomme. Also der Teller hat jetzt null Energie. Und jetzt habe ich dieses Wort, nachdem ihr alle strebt, habe ich also notiert. Liebe. Alle wollen es. Ja. Ganz, ganz wenige bekommen es. Spätestens wenn diese Ringe getauscht haben, wird es dann schon ein bisschen problematischer. Da gibt es dann immer Konflikte, weil ihr irgendjemanden komplett verwirrt habt. Marco, siehst du es? Mhm. Extrem niedrig schwingt. Und somit war für mich klar, alle, das was mir am meisten immer aufgestoßen ist bei diesem ganzen Esoterik-Kram, war immer das, ich liebe euch alle und Nächstenliebe, egal wo ich hingeguckt habe, und dieses Wort, ich fand es immer zum Kotzen, weil ich habe es in meinem Leben noch nie bekommen. Ich wollte das eigentlich immer, aber ich habe es irgendwie nie bekommen. Es hat mich immer, mein ganzes Leben besteht im Prinzip aus kurzzeitigen Liebe, Verachtung, Verrat, ja, bis zum Hass, ja. Wo ich natürlich auf der Suche war und natürlich gemerkt habe, dass dort nicht so viel in diesen 12 Jahren der Hochzeit der Menschheit im Prinzip nicht so viel gelogen wurde, dass vieles ich sofort nachvollziehen konnte, verstehen konnte, wusste ich natürlich sofort, dass mit dem Wort was nicht stimmt. Und ich habe natürlich nur die Vorbildung, dass der ein oder andere, der sich noch nicht damit beschäftigt hat und das Video jetzt sieht, muss jetzt mal diesen Sprung jetzt mitmachen. Es wird also in vielen Foren, der Hass kommt aus, ich wollte wissen, wo kommt der Hass her? Weil ich habe festgestellt, immer wieder hat man tiefstens ins deutsche Blut reingegriffen, also im 30-jährigen Krieg hat man uns fast ausgemerzt, 2 Millionen Deutsche haben bloß noch überlebt. Ja? Der Erste Weltkrieg war vom Zaun gebrochen worden, die Hugenotten, diese ganzen Goten, ja. Das waren alles übrigens mal Arier. Ja? Also das waren Arier. Und immer begann dieses Abschlachten. Ja? Also egal wo. Dieses Christentum hat im Prinzip dann, nachdem Barbarossa im Prinzip verschwunden war oder gestorben ist, gab es ein, wir haben früher den Papst bestimmt gehabt. Und dann war alles durcheinander. Also im 14., 15. Jahrhundert fand dann die Geschichtsfälschung statt. Und mir ist aber eins aufgefallen. Ich hatte dann ein Buch von General Ludendorff gelesen, von 1923. Zum einen über den schwarzen Papst. Ja, also es gibt einen weißen Papst, den ihr alle kennt. Das ist im Prinzip sein Stellvertreter auf Erden. Und dann gibt es den schwarzen Papst. Der schwarze Papst steht über dem weißen Papst. Ja, und das ist der Jesuitengeneral. Und der Jesuitengeneral, der sitzt auch in Rom. Den kennt natürlich wieder keiner. Genau wie der, der diesen Laden hier schmeißt oder den ihr alle gehört. Den kennen die wenigsten. Ja? Also die Frau Merkel ist es nicht oder irgendeine Partei. Sondern wir gehören einer Person und das schon seit 1990. Und das wusste ich aber schon im Vorfeld. Und dieser Jesuitengeneral hatte damals den 30-jährigen Krieg entfacht wegen Luther, ja, weil damals diese Evangelien da, also diese Protestanten abgehauen sind, ja, und immer wieder der Frankenkönig hatte damals hier, Karl der Große hatte im Prinzip die Sachsen abgeschlachtet, bis zum geht nicht mehr, die Sachsen vernichtet und. Da wusste ich eigentlich schon, der Herr Ludendorff beschreibt das auch, dass im Prinzip wir eine Erbfeindschaft haben. Die Franzosen und die Deutschen. Und natürlich ist es schwer, weil kein Geschichtsbuch beschreibt, was diese Erbfeindschaft zurückzuführen ist. Ich wusste aber nun, durch meinen Kreis und meinen Strich, wusste ich ja im Prinzip,
automatisch schon, was die Ursprache war, nach der so oft gesucht wurde. Ja? Also wenn ihr jetzt einen Indiana Jones Film sehen würdet, da steht zum Beispiel in der Bibel, und sie sprachen mit einer Zunge. Das heißt, es war ursprünglich eine Rasse. Ja? Und erst nach Babylon, sozusagen, haben wir uns entzweit. Sind die Sprachen entstanden. Ja? Und aufgrund dieser unterschiedlichen Sprachen ist natürlich klar, ich kann euch das, was ich weiß, nicht in Englisch wiedergeben oder in Französisch. Es würde nur Missverständnisse geben, selbst wenn ich es könnte. Ja? Weil die Bedeutung der Worte ganz anders sind, die Betonung ist anders. Es ist also unmöglich, euch das jetzt hier ins Französische oder Russische zu übersetzen, was ich versucht habe zu lernen, was mir auch nicht gelungen ist. Und ich bin natürlich wieder Fernsehgucker früher gewesen, und da kannte ich natürlich diesen Film The Core. Ja? Und da sagt ja dieser kleine Hacker natürlich, ich spreche nur eine Sprache. Und meine Sprache besteht aus Nullen und Einsen. Und damit spreche ich alle Sprachen der Welt. Und das war die Ursprache. Das war die arische Ursprache. Also eigentlich nicht die arische, sondern eigentlich die Ursprache der Schöpfung. Das war eine Eins und eine Null. Ja? Die Eins war zuerst da, nennen wir es jetzt das Huhn. Ja? Und der Kreis hat dann das Ganze versaut, das Spiel. Jetzt habe ich natürlich dieses Wissen wieder gehabt und habe natürlich auch über Indianer wollte ich alles wissen. Weil Schöpfungsgeschichte hat mich nun interessiert. Wie ist das Ding nun wirklich entstanden? Und bei den Schamanen, wir wissen das ja, wenn die Christen irgendwo hingekommen sind, haben sie als erstes mal die Schamanen platt gemacht. Ja? Und die Häuptlinge. Weil die haben das Wissen gehabt, wie die Schöpfung überhaupt funktionierte. Alexandria haben sie alles schon vernichtet gehabt, ja, wo das Wissen war. Und es ist in jedem Volk war das mit der Flut und. Also auch in der arischen Geschichte, in den Buislehner Bilderschrift, ja, die ja viel älter ist, die auch schon die Runen hat. Ja, also was widerlegt, dass die Runen im Prinzip aus dem, wie heißt die deutsche Sprache? Latein entstanden sind. Das ist komplett falsch. Ja? Und alle Geschichten, die es über Germanien gibt, im Prinzip entweder auf Tacitus zurückzuführen sind oder eben auf die Erzählung von dem Herrn Caesar. Das sind die einzigen Dokumente über uns. Ja? Und sonst alles beschreibt nur, wie primitiv wir sind. Ja? Wie primitiv wir gelebt haben. Bloß komischerweise haben die Goten das erste Mal den Italienern damals auch Ordnung beigebracht und ähnliches, Sitte und so. Also wollte ich wissen, habe ich mich also mit Schamanismus beschäftigt und bin da eben, weil ich mich mit einigen Leuten, die ihr vielleicht als verrückt bezeichnen würde, immer wieder auf den Kuss des Vergessens gekommen. Die Schamanen haben mit dem 21. Lebensjahr den Kuss des Vergessens bekommen. Der wurde aufgehoben. Also wenn sie geboren wurden, wurde der Kuss des Vergessens sozusagen gegeben, und mit dem 21. Lebensjahr haben die sozusagen die Information gekriegt, was sie wirklich sind, Licht. Und dass die keine Kugel dieser Weißen töten können. Und deshalb sind sie im Prinzip mit Pfeil und Bogen auf die losgeritten, obwohl die da geknallt haben wie die Ohren. Ja, und sich Kugeln im Prinzip abgekonnt haben. Weil sie wussten, sie können nicht getötet werden, weil nicht sie wurden getötet, sondern Weiße Feder. Weiße Feder hat gesprochen, nicht ich. Also die Seele hat nicht gesprochen, nur Weiße Feder. Und nirgendwo fand ich was über diesen Kuss des Vergessens. Und ich denke, weiß schon jemand, was der Kuss des Vergessens ist? Wo das Kind aus der Scheide austrat, waren alle Informationen gelöscht. Bis dahin wusste es, dass es Licht ist. Aber als es aus der Scheide rauskam, waren alle Informationen gelöscht. Und dann kamen diese Informationsidioten. Du bist Ingo, du bist das. Ja? Und das hat alle Informationen gekriegt. Aber nicht, dass es Licht ist. Niemals hat es die Informationen gekriegt, dass es Licht ist. Das war der Kuss des Vergessens. Und diese ganzen Freimaurer, wo die den Frauen
die Körper aufgeschnitten haben und die Babys geholt haben, die wollten, dass das Kind nicht den Kuss des Vergessens bekommt. Kaiserschnitt. Den Kaiserschnitt. Ich habe ja Glück gehabt, ja. Hast du es trotzdem vergessen? Und deshalb sind die bei den Königshäusern so versessen, dass die alle Kaiserschnitte kriegen. Geht nicht um irgendwelche Schönheitsdinger, sondern im Prinzip, die wollen Informationen, wie das Ganze hier entstanden ist. Weil das haben sie nämlich auch vergessen. Das, also besser gesagt, die Königshäuser wissen auch bloß nicht. Ja. Das war also der Punkt. Ich wusste, Liebe ist es nicht. Und jetzt war ich neugierig. Weil ich hätte nie, wäre ich wieder vor eine Kamera getreten, wenn ich nicht gesehen hätte, wie diese Hassspirale, die ich eigentlich damals, warum ich das mit Volksdeutschland gemacht hatte. Ich wollte diesen dritten Weltkrieg, von dem ich im Prinzip informiert war, dass er stattfinden soll, und wovon ich, nachdem ich, was ich gehört habe, so überzeugt war, dass das passieren wird, wollte ich das verhindern. Ja, mit allen Macht. Das durfte nicht passieren, oder das wollte ich nicht. Und deshalb haben auch viele Menschen, die bei Volksdeutschland mit dabei waren, eben sich auch angeschlossen. Aber es ist mir nicht gelungen. Ja, und als ich jetzt im Internet las auf der Seite von Focus und Welt, dass jetzt vor 2 Tagen auf Twitter zum Alemannenschlachten aufgerufen wurde, da war ich besorgt, weil das, was ich im Prinzip rausgefunden hatte, war ich der Meinung, bringt euch zum einen weiter. Und jetzt musste ich wissen, wo kommt der Hass her? Ich wusste, es gibt die Erbfeindschaft. Das wusste ich von dem Herrn Ludendorff, ja, und seiner Frau Mathilda. Und jetzt habe ich gefahndet. Also ich kombiniere immer so, wenn ihr sagt, der Hass kommt aus Israel, dann weiß ich brauche in Israel nicht gucken. Wenn ihr mir sagt, der Hass kommt aus London, vom Herrn Rothschild, weiß ich, Herr Rothschild ist es auch nicht. Und sagt mir einer, der kommt aus den USA, dann weiß ich, dann liegt er auch schon mal falsch. Aber ich wusste eben durch General Ludendorff aus diesen alten Büchern, dass es eine Feindschaft zwischen uns gibt. Konnte aber nicht weiter. Selbst Ludendorff wusste nicht, woraus die Feindschaft bestand, weil das war ja schon bei dem Sachsenschlachten sozusagen 800 noch was, wo das passiert hat. Und jetzt kam mir natürlich mein Lieblingswort, was mir schon so oft aufgestoßen ist, in den Sinn: Liebe. Da fiel mir nur eine Stadt ein: Paris. Stadt der Liebe. Stadt der Liebe. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt brauche ich nochmal einen Zettel. Und ich schreibe jetzt was auf. Das Gute ist, wenn es die Wahrheit ist, dann... Du weißt es nicht. Muss ich ja drauf gewinnen. Leg erstmal. Probier selber. Ich will jetzt dich nicht beeinflussen. Ich schreibe es diesmal auf, das Ergebnis schon, so dass ich. Das Gute ist nämlich wirklich, wenn es die Wahrheit ist, ja, wo haben wir sie? 10-Millionen-Frage, hier ist das die 10-Millionen-Frage, Herr Jauch.
und jetzt geht es gerade runter. Wenn das Pendel aus der höchsten Karte gerade runter geht, das ist die absolute Wahrheit. Und da ist keine Schwindelei mehr drin. Wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal gehört hat, die kleine Seele. Kennt jemand dieses das Gespräche mit Gott? Nee. Meine ehemalige Freundin wollte immer, dass ich dieses Ding mir anhöre. Und wenn ich schon Gott gehört habe, war für mich, habe ich schon den Kanal dicht gemacht. Ja. Was stand drauf? Ursprung des Hasses, Paris. Und jetzt wusste ich natürlich durch Olaf Erdmann, was für den einen oder anderen total kurios ist. Aber ich kann mich aus meiner Kindheit, das hat mir immer ein Gruseln bereitet. Das hat mich immer, also ich wurde immer, es war das schlimmste Märchen, was ich je hören musste. Zeig dir nicht, was drauf steht. Nimm die hohe Karte gleich, damit es nicht zu lange wird für den. In Paris ging doch auch die Geschichtsfälschung los. Ich hatte schon gestört gehabt, dass die Päpste über 100 Jahre in Frankreich gelebt haben, wo doch eigentlich in Rom ihr. Es ist über 10 Millionen und es geht gerade runter. Das ist die absolute Wahrheit. Und jetzt sag uns, wer der Ursprung allen Übels ist. Die Schneekönigin? Es ist die Schneekönigin. Das ist total verrückt. Bei diesen ganzen Verrückten, die ich in meinem Leben kennengelernt oder die ihr als verrückt bezeichnet, aber ich habe ihnen zugehört, kam mir immer wieder diese Schneekönigin. Die hat die Zeit eingefroren. Luzifer ist, sag schon, der Morgenstern ist gefallen und wurde im Prinzip von der Schneekönigin gebannt. Er liegt in Ketten. Das ist dann auch in dieser... Der Fenriswolf und. Es gibt verschiedene Abwandlungen davon. Miguel Serrano beschreibt die Krone ist sozusagen, es ist ein Stein aus einer Krone gefallen. Und Olaf Erdmann erzählte immer was von der Schneekönigin. Ja. Wenn man Wasser eingefriert, ja, also abkühlt, ist es nicht so informationsaufnahmefähig, wie wenn man es wärmer hält. Also dieser Anomaliepunkt ist eher der Punkt, wo es keine Informationen mehr aufnimmt, wo es zwar die höchste Dichte hat, aber eben nicht Informationen so aufnimmt, wie wenn es wärmer ist. Ich wollte auch immer gerne Wasser um Anomaliepunkt trinken, aber es bekam mir nicht. Ja? Also war es nicht mit mir im Gleichklang. Ja? Die Schneekönigin. Und jetzt... Ich wusste natürlich schon wieder, weil ich mich wieder mit der Bibel beschäftigt habe und. Ja, Adam, Eva, er ist aus der Rippe des Mannes, ist sie. Ja, und ich weiß noch nicht genau, ob es eine Wette war. Oder ob er im Prinzip vergessen hatte, dass er Licht war, als er das gemacht hat. Wo du sagst, das macht ja auch Spaß. Ja, aber ich kann nicht sagen, ob das vielleicht das Übel war. Ich habe natürlich in verschiedenen Dingern... Sozusagen fand ich immer, zum Beispiel LAL, diese Geschichte von Miguel Serrano, wo im Prinzip er sozusagen seine Ella sich immer vorgestellt hat, sich dann in Ella verliebt hat und als er sie dann flachgelegt hatte, sozusagen, konnte er sie nicht wieder rückverkörpern. Und alle, die sich mit sowas beschäftigt haben, die haben immer gesagt, das ist so bösartig, jetzt hier mit diesen Protokollen und Ähnlichem.
Das kann nicht irdisch sein, was hier passiert. Und jetzt, meine liebe Schneekönigin, verrate ich der ganzen Welt, wo dein Hauptquartier ist, meine Gute. Ich habe gesagt, ich weiß, ich werde nicht eher ruhen, ehe ich Bescheid weiß. Dreh es wieder um, nimm die 10 Millionen. Wenn es also die richtige Antwort ist, dann geht das wieder nach unten. Die Königin ist aber jetzt nur symbolisch gemeint. Ja, es gibt es, so wurde es überliefert. Ja. Ja. Das war also LAL, ja. Es hat viele Namen, also es ist jedenfalls nicht irdisch. Und die Juden werden im Prinzip bloß missbraucht. Ja. Die profitieren natürlich durch das Geld. Ach, die wissen ja Bescheid. So gut wie keiner. Denn ich meine, das ist eine Pyramide. Ja? Und die Juden werden aber natürlich immer in Panik gehalten. Und wo ist das Hauptquartier? Der Da Vinci Code zeigt dir... In Heim. Der Da Vinci Code, wer den Film Der Da Vinci Code gesehen hat. Mhm. Die waren natürlich so überheblich, sich auch eine Pyramide zu bauen. Natürlich eine gläserne. Nein. Da ist das Hauptquartier von ihr. Und sie hat wirklich, sie hat durch das Löschen aller Informationen, aller Kraftorte, der Pyramiden und, hat sie sozusagen uns vergessen lassen, was wir wirklich sind. Licht. Ja? Und in diesen Gesprächen mit Gott, die kleine Seele, wenn ihr dieses Ding auf eine CD, reicht da aus, das Ding hat 80 MB, wenn ihr das auf eine CD bringt, hat das fast den vollen Wert, weil da nur eine Lüge drin ist, Gott. Aber ihr seid Licht. Und das, wenn es nicht die Wahrheit ist, geht es sofort. Das ist das Verrückte. Die gute Frau hat wirklich einen Lügendetektor. Und ihr könnt jetzt eure Lügen, oder wo ihr dran glaubt, einfach eliminieren. Und jetzt schreibe ich, du siehst nicht, und wir pendeln. Ach, zeigt ihr heim, ja. Geht gerade runter. Jetzt warst du mal kurz recht über den Punkt, dann reagiert es nämlich sofort. Es geht gerade runter. Lies es dann bloß mal, aber lies es nicht laut vor, weil ich bin er, steht da drauf. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese ganzen spirituellen Spinner haben in gewisser Weise recht gehabt. Ja? Und ich kann das mit jedem Namen dieser Welt machen. Ich kann auch sie als mich angeben. Und es wird immer nur eine Antwort dabei rauskommen. Ich bin ihr alle. Ich bin Allbewusstsein. Und du bist Allbewusstsein. Und du bist Allbewusstsein. Ja? Bloß ich war der Einzige, oder ihr seid Allbewusstsein. Der Punkt ist bloß, ich war der von Anfang bis Ende das Ding durchgegangen ist. Ja? Und deshalb, wenn ihr jetzt irgendeinen dieser
Flüchtlinge, ihr könnt den Namen, also ihr nennt sie Flüchtlinge, aber sind eigentlich, es ist bloß Licht. Wenn ihr irgendeinem Schaden zufügt, fügt ihr euch selber Schaden zu, weil ihr ganz einfach den Ursprung des Hasses nicht kennt. Aber ihr wisst jetzt, wo ihr sie suchen sollt. Und vielleicht hat es ja auch was zu tun, warum gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die Juden verlassen Paris. Ja, wie verrückt. Die Viertel werden abgesperrt. Die wissen, dass das Spiel rum ist. Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das Blöde ist aber, wenn ihr denn irgendwas antut, tut ihr es euch nur selber an. Ja, und das ist der Punkt, wo ich ganz einfach sage, ich habe nicht das Recht, über einen zu urteilen. Ja? Nicht mal über den Staatsanwalt, als dessen, der zu mir gesagt hat, Herr Köth, die Wahrheit wird überbewertet. Ja? Weil selbst wenn ich ihm grolle, grolle ich nur mir. Ja, ja, wenn die uns grollen? Ja, der Punkt ist aber, die schüchtern dich ein, weil sie Macht haben. Ja? Ich meine, so im körperlichen Sinne. Natürlich, ich bin 1,5 Jahre eingesperrt worden. Ja? Man hat sich mal mein Haus durchwühlt. Ja? Und. Man hat mir alles weggenommen. Aber man hat mir eben den Käfig geöffnet. Ja? Weil ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ja? Wenn du nichts mehr hast, ja, und das ist immer das, warum alle schimpfen. Ja? Aber ihr habt noch zu viel zu verlieren. Das war immer das, was ich zu meinen Freunden oder Leuten von Volksdeutschland gesagt habe. Solange ihr noch was habt, woran ihr glaubt, und ja, habt ihr keine Chance. Und Pazifismus, ja, viele reden davon, aber Adolf Hitler sagte, Pazifismus ist der Anfang eines jeden Krieges mit feststehenden Verlierern, weil ihr nicht bereit seid, für eure Rechte einzutreten. Und das ist das, was ihr macht. Ihr delegiert Macht. Ja? Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ihr euch selber einen heiligen Gral erstellen könnt, wie ihr aus wertlosem Zeug, ja, und das kann jeder mit einem Stift. Ich hätte den Strich auch hier aufmalen können. Ja, der hätte mir ja auch nicht ausgemacht, weil die Tinte ist ja auch bloß Licht. Wenn der Kuli oder der Stift wüsste, dass er Licht ist, dann schwingt er auf deiner Ebene. Ihr braucht nur ein Strich, mit einem Strich, ja, einen Strich durch die Rechnung machen. Und liebe Schneekönigin, das habe ich dir gerade gemacht. Ich hoffe, die heben so schnell wie möglich dein Hauptquartier aus, ja, dass diese Menschen endlich in Frieden leben können. Und ihr Flüchtlinge, euch hoffe ich gesagt zu haben, wie ihr aus eurem Land Asgard macht. Weil die euch gerade bedrohen, ja, die begreifen dann auch. Irgendwann kommt auch die Information zu ihnen. Und wenn ihr Wasser richtig aus einer Leitung ausleitet, dann braucht ihr nicht mal mehr diese Isrune. Ja? Es geht nur um die Information. Und der Informationsgehalt dieses Striches ist nicht messbar. Er ist unendlich. Das ist die Zahl der Unendlichkeit. Eine 8 konnte nie die Zahl der Unendlichkeit sein. Ja? Ich könnte das jetzt hier noch extrem weit führen, aber das wird dann zu lang. Ich hoffe, ihr wisst jetzt erstmal, wie ihr suchen müsst. Ich hoffe, wenn ihr Forschung betreibt, zur freien Energie, das interessiert sicher den einen oder anderen auch noch, wie das funktioniert. Freie Energie habe ich natürlich auch, ich wollte wissen, ja, also freie Energie hat mich schon immer fasziniert, das war eigentlich auch das, womit ich mich nicht noch so beschäftigen wollte, aber ihr solltet auch wissen, wie das funktioniert. Wenn ihr mit runden Drähten hantiert, funktioniert es nicht. Weil man was macht? Man schaltet es aus. Das ist ganz einfach. Und das war das Schicksal von Nikola Tesla. Ja? Wenn ihr Maschinen entwickeln wollt, die drehen, dann entwickelt sich keine freie Energie, weil es immer begrenzt ist. Nur eine Linearbewegung. Und das wurde Nikola Tesla zum Verhängnis. Weil er natürlich begriff, dass er verkehrt gedacht hatte. Er hatte im Prinzip sozusagen in Elektromotoren, also der ihn damals, der JP Morgan, der ihn finanziert hatte, hatte natürlich in Drähte investiert, er hatte in Elektromotoren investiert und. Und ihm war natürlich dieses Geld, was er da investiert hatte,
zu schade, um im Prinzip umzudenken. Und deshalb haben dann natürlich denn seine Dinger gebrannt. Also wer wirklich in dieser Richtung was machen will, der kommt ganz einfach mit runden Batteriepullen. Ja, Kuss des Vergessens, kommt er nicht weiter. Die Frauen sind unser Übel. Auch wenn Sex ein bisschen schön ist. So einfach ist das. Ja, aber das ist ganz simpel. Ja, und es muss simpel sein, weil sie ja nicht alles erklären kann. Und im Odinslied wird gesagt, und deshalb war ich dann ganz sicher, dass es keine Spinner sind. Ich kann starke Stäbe, mächtige Stäbe, die kennt die Königin nicht. Und da wusste ich Bescheid, dass es wirklich eine Sache zwischen Mann und Frau war. Ja? Das heißt die Königin nicht und kein und also mehrere Sachen. Nein, aber die Königin kennt sie nicht. Ja, und Könige auch nicht. Ja, weil er ist. Er will damit sagen, dass er über den Königen. Genau. Und Menschen, also er wusste, er ist das Allbewusstsein, das Licht. Und die Schöpfung ist im Prinzip, wirklich passiert. Ein bestimmtes, also ich würde es jetzt mal Äther nennen, und da ist Licht drauf getroffen. Und dort ging dieser Prozess los, ja, dieser Verkörperung. Und das ist der Grund, warum die in dieser ganzen, was sie glauben, Universum ist, nach Wasser suchen. Weil sie den Wasser als Ursprung für sich festgelegt haben. Die wissen, weil selbst die Königin nicht wirklich den Ursprung kennt, ja, weil sie nur die Zweite war. Sie war das Ei und nicht das Huhn, sozusagen. Und die wollen halt den nächsten Blödsinn machen. Ja. Das reicht nicht, was sie hier angeschalten haben, sondern sie wollen den wirklichen intergalaktischen Irrsinn. Und deshalb ist es an der Zeit, ganz einfach auch Verantwortung zu übernehmen, dass ihr im Prinzip, wenn ihr Abwasser verursacht, es eben nicht aus runden Rohren in irgendwas reinfließen lasst. Ja, wenn ihr Bewässerungsanlagen, dann dürft ihr eben nicht mit einer Gießkanne arbeiten, die vorne Löcher hat, sondern Schlitze muss sie haben, ja, damit das Wasser informiert ist, was es ist. Und dann ist es Leben. Ja. Wenn du eine Kläranlage, da gibt es ja diese Bio-Kläranlagen mit diesen Verrieselungen, dann sind aber Löcher gebohrt. Das heißt, alle Informationen, die aus den Löchern ausgepumpt werden, das Wasser ist nicht informiert, was es ist. Und es ist tot. Und wenn ihr das auf die Felder kippt, Düngemittel und, dann ist es immer tot. Aber das Problem ist natürlich alles andere, wie jetzt zum Beispiel die Pflanzen, die ihr bekämpfen wollt. Das ist Leben. Ja? Und schwingt natürlich wesentlich höher als ihr Menschen, ja, und geht daran natürlich kaputt, weil der Unterschied viel zu groß ist. Ja? Also eine Möhre aus meinem Garten schwingt mit 50.000. Wenn ich dort eine Null drauf gebe, ja, dann ist es für diese Pflanze tödlich. Weil es eine viel, viel mehr Energie hat, ja, als ihr. Ein Bundesbürger, ich habe mal gesagt, wie war es? Ich habe euch verglichen ja mit dem Stein vom Verstand her. Ja. Ich tat dem lieben Stein Unrecht, weil der Stein war ja auch bloß dasselbe wie ich. Licht. Ja. Als ich den Stein gemessen hatte, gependelt, ohne die Isrune, ja, da hat er 20.000, in der 20.000er Schwingung war er. Und was vielleicht auch interessant ist für Stonehenge und ich habe auf einem Grundstück gelebt, was komplett vermüllt ist. Ich habe überall Steinhaufen. Und diese Steinhaufen, meine Stonehenge, die ich habe, die haben alle null Energie. Überall, wo Steine gestapelt werden, Dachziegel hat der Mann aufgestapelt gehabt, Telefonmasten, Betondinger, überall, wo Steine gestapelt waren, war null Energie, es war kein Kraftort. Entgegen allen Behauptungen, die mir so erlebt sind. Und ich denke, der ein oder andere kann vielleicht mal jetzt, hat er eine Möglichkeit, Energie auf Kraftorten zu prüfen. Ja? Und was ihr jetzt aus den Informationen macht, ja, das ist eure Sache. Ja? Aber mein Freund hatte mal eins gesagt, eine Erkenntnis ist nur dann von Bedeutung, wenn dein Denken und Handeln dieser Erkenntnis Rechnung trägt. Wenn ihr denkt, ihr könnt so weitermachen, dann kommt es zu diesem Krieg. Ja? Ihr wisst jetzt, wie ihr
Asgard entstehen lassen könnt. Ihr müsst Informationen, ja, aus eurem Umfeld rausbringen, diese wilden Zahlencodes. Ja, mein Rechner ist schon so gut wie leer. Ich übergebe den. Ja, diesem Gericht, was ein Teil ist ja von mir, ist ja auch noch diese Visualisierung Mensch. Ja. Und die haben mir das Höchste genommen, was ein Mensch haben kann. Das ist die Ehre. Und die hole ich mir am Montag zurück. Ich gehe am Montag in die zur Staatsanwaltschaft nach Dessau und verlange dort, dass man mir meine Ehre zurückgibt. Entweder man gibt sie mir zurück oder ich gehe dort in dieses Konzentrationslager für Meinungsbildung, weil ich weiß ja jetzt, wie ich mich schützen kann vor ihnen. Und weil ich jetzt nicht bloß die Macht über mich habe, sondern auch die Macht über andere, genau wie ihr das jetzt habt. Ihr könnt euch jetzt euer Handeln überdenken. Überlegt euch, ob ihr euch weiter Zahnbürsten elektrisch betrieben in den Mund haltet, wo ihr Symbole auf eure Zähne malt, ja, wie die falschen sind, oder ob ihr wie früher mal geputzt wurde, wieder so eure Zähne putzt und nicht verkrampft versucht, hier eine Bewegung herzustellen, die absolut unnormal ist beim Zähneputzen. Ihr solltet überlegen, ob ihr eurem Liebsten wirklich den Ring ansteckt oder ob ihr euch nicht andere Symbole im Prinzip macht und eben die Ist-Ruine wirklich darstellen und die ihr euch nicht irgendwo umhängt. Also ihr müsst euer komplettes Leben auch ein bisschen überdenken. Ihr könnt den Spaß machen, ihr könnt diesen Strich auf die Kleidung bringen. Ich habe am Anfang habe ich noch die Sachen, die ich auch gerne angezogen habe, ich habe immer komischerweise mich wohlgefühlt, wenn nichts drauf stand. Also die billigsten Pullover waren eigentlich immer die habe ich geschleppt bis zum geht nicht mehr, weil zu wenig Informationen wahrscheinlich drauf waren. Und ich habe aber auch jetzt, wo mal Adidas drauf stand oder ähnliches, habe ich dann eben bloß einen Strich in die Innenseite gemacht und der Energiewert war natürlich auch sofort da. Also es ist alles wieder mit mir in Resonanz gegangen. Und irgendeiner hat mal gesagt, wenn alles in Resonanz ist, dann löst sich das auf. Der Herr Einstein hat es dann irgendwann erkannt, diese ganze Geschichte hier mit dem Licht. Ja. Hört euch die Geschichte mit dem Licht an, ja, die kleine Seele. Ich habe es auch da. Bis auf den Gott ist alles wahr. Ja. Ihr seid hier, um Erfahrung zu sammeln. Ja. Und die Frau Merkel zum Beispiel, die wird euch so lange tyrannisieren, weil ihr das selber seid, bis ihr sagt, jetzt reicht's, jetzt ist hier Schluss und jetzt übernehme ich wieder die Verantwortung. Demokratie. Ja? Ich hasse dieses Wort, weil es für mich kollektive Unverantwortungslosigkeit ist. Ja? Keiner ist für irgendwas verantwortlich. Ich kann nicht sagen, du hast das jetzt entschieden. Nein, das waren wir ja alle gemeinsam. Ja? Nie ist einer verantwortlich. Und ich habe das in unserer Volksdeutschlandgruppe erlebt. Ich hatte meinen Kampf gelesen und wusste, dass wenn ich andere Leute mitmachen lasse, ich dachte, das entwickelt sich. Nein, wir waren wie gelähmt. Und das war der Grund, warum Adolf Hitler alle Parteien verbot. Er hat gesagt, wer die Rede wirklich kennt, zwischen Otto Wels und Adolf Hitler zum Ermächtigungsgesetz, da sagte er, dann hat das alles schon gehört, weil der Otto Wels sagte, sie erzählen uns ja nichts Neues. Und hat er gesagt, ja, es gibt keinen Gedanken, der nicht schon mal gedacht wurde. Aber ich setze eure Gedanken jetzt um. Und jetzt gibt es nur noch eins. Erst erretten wir Deutschland und dann die ganze Welt. Ja? Und egal was passiert ist, über 300 Nationalsozialisten mussten ja auf diesem Weg sterben. Er hat gesagt, ich vergebe euch allen. Ich vergebe euch und der Generalpardon. Und jetzt gibt es nur noch ein Ziel. Eine Partei. Und der Kammerdiener von Adolf Hitler, ihr könnt euch dieses Interview auch im Internet bei YouTube runterladen. Der sagt ganz klar, Hitler sagte zu ihm, und vielleicht löse ich die Partei auch auf. Ja? Weil er wusste, das bringt nichts. Weil ab dem Punkt, wenn ihr gemeinsam im Prinzip erkannt habt, dass ihr eins seid, er sagt das so oft, er sagt, im Innersten seid ihr alle das Gleiche. Dasselbe, sagt er. Ja? In der Bibel steht, an der Zahl sollt ihr sie erkennen. Und ja,
666 sagt mir dann gleich jeder hier www, ja, das ist auch 666, weil sie kennen ja die Kabbala, sie kennen aber wieder die Kala nicht, ja, das ist nämlich der Ursprung der Kabbala, da haben sie natürlich wieder keine Ahnung, also es wurde wieder dieses Halbwissen, was ihr immer habt und was ihr auch verbreitet und sind diese ganzen Desinformationen. Mit dem Wissen wächst der Zweifel, das war bei mir auch, ich konnte keinem glauben, aber Marco kann hier das eben dasselbe pendeln, ja, und wir können das hier mit allen möglichen Dingen machen, ja. Wer eine ruhige Hand hat und erstmal so ein bisschen über diesen Punkt hier wirklich drauf geht mit dem Pendel, dann reagiert der Pendel relativ schnell, wenn das eben sehr nah, und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich habe es versucht, ich habe das Ding versucht zu bescheißen und zu betrügen. Und jetzt sage ich euch, was die Zahl ist. Die Zahl ist nichts anderes als, wir hatten doch hier so einen Becher, der handgemacht war. Wir haben hier einen Becher, der wurde von den Menschen handgefertigt. Keine Maschinenware. Maschinenware ist immer null. Aber bei diesem Topf, auch wenn es die falschen Symbole trägt, ja, aber hier hat ein Mensch Arbeitskraft reingesteckt. Schöpferkraft. Und wenn ich diesen Topf jetzt pendle, wir haben schon mal grob gependelt, ja, du hast ihn gependelt, wer weiß den Wert nicht mehr? Also ich weiß leider den Wert noch. Na, du sagst dann bloß, aber stimmt. Na gut, Marco, guckst du mal dann, ob ich richtig pendle, dass ich auch diesen Wert, oder du prüfst dann selber nochmal, aber ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit dem Pendeln. Das war der zweite Strich, das war der hier. Achso, ja. Na, ich guck nochmal. Guck nochmal. Ja. 20.000. Und was hast du gependelt? Zwischen 20 und 30. Das ist die Schöpferkraft dieses Menschen. Und die steckt da drinnen, diese Energie, diese Liebe. Diese Gedanken, die sich der Mensch gemacht hat, das zu formen. Ja? Und alles, was aus diesem Glas oder aus diesem Becher getrunken wird, erhöht sich auf einen Energiewert von 20.000. Und alles, was ihr aus diesen toten Gegenständen, die euch umgeben, genießt, hat null Energie. Und das ist das, warum diese Welt nicht höher schwingt, sondern immer niedriger wird. Weil die Massenproduktion bis zum geht nicht mehr. Ja, die Schöpferkraft wird verbannt. Ja. Hitler hat damals zum Beispiel diesen Tempelhof geschaffen in 2 Jahren mit Handarbeit. Ja. Und hat das gemacht, diese großen Städte, damit ihr stolz seid, damit ihr zeigen könnt, was ihr in dieser Zeit geschaffen habt. Ihr schafft gerade BER. Der wird nie fertig. Da wird nie ein Flugzeug starten. Niemals. Das kann ich euch schon sagen. Man will euch, dass ihr euch in Grund und Boden schämt. Dass ihr über euch spottet die ganze Welt. Ja? Aber es liegt nicht an euch, weil es ist keine deutsche Wertmannsarbeit, sondern es wird nur geguckt nach dem Billigsten und Billigen. Ja? Und das ist das Schicksal dieser Welt. Und wenn ihr die weitermachen lasst, ja, dann wird sich diese Welt nie entwickeln. Zum einen, weil es ja immer dieser Kreis ist. Und zum anderen, wenn ihr Menschen an die Macht lasst, die keine Visionen haben, die nur nach irgendwelchen Schemen arbeiten, findet nie eine Entwicklung statt. Weil man muss Spinner sein. Oder um es mit den Worten vom Führer zu sagen, du musst das Unmögliche wagen, um das Maximale zu erreichen. Ja? Und deshalb habe ich Grenzen überschritten. Ja? Ich habe den Holocaust geprüft und das ist mein letztes Wort. Ich soll dir noch Geschenk sagen. Geschenk soll ich dir noch sagen. Ach so, ja. Ja, in der Verbindung Geschenk war nämlich. Und wenn ihr, die Zahl habe ich auch noch nicht aufgeklärt. Und wenn ihr etwas schenkt, dann steckt nicht bloß das, was ihr
Wenn es natürlich handgemacht ist, hat es noch einen höheren Wert. Aber wenn ihr euch Gedanken gemacht habt, ja, über das Geschenk, dass es ihnen eine Freude macht, dann hat das schon einen wesentlich höheren Energiewert, als wenn es bloß leblos gekauft wurde. Wenn ihr einfach mal in die Stadt gerannt seid und jetzt muss ich hier was kaufen. Ja? Und ganz schlimm ist es, wenn ihr irgendwelches Geld schenkt. Weil dieses Geld hat nicht mal die Information, dass es Licht hat. Ja? Oder Licht ist. Ihr könnt das alles, ihr könnt versuchen, das zu widerlegen. Ihr könnt das mit jedem probieren. Ihr könnt, bis ihr schwarz werdet. Oder ihr fangt an zu leben. Weil ihr nämlich feststellen werdet, ihr werdet immer gesünder. Ja? Und wenn ihr darauf achtet, wenn ihr wisst, in welcher Schwingung ihr seid und was ihr zu euch nehmt, ja, dann ist es viel einfacher, in Gleichklang zu kommen. Das heißt, wenn ihr eben das, was euch lieb geworden ist, das ist das Gute daran, weil es bloß an den Stift. Ja? Weißt du zu ritzen, weißt du zu färben. Ja? Es liegt nur an den Stift. Und den kann sich jeder leisten. Das ist nicht mit Geld verbunden. Und ihr macht euch gleich diesen Strich, damit euer Körper endlich weiß, was ihr seid. Dann, und ihr bringt das, was ihr esst, auf den Teller, der handgefertigt wurde, am besten auch mal. Ja? Es geht aber auch auf jeden Metallteller oder sonst was. Dann ist es mit euch in Einklang. Und dann wirft es euch nicht mehr aus der Bahn und ihr müsst nicht mehr überlegen, warum ihr krank geworden seid oder sonst was. Krank werdet ihr meistens, wenn ihr mit etwas in Kontakt kommt, was weit aus eurem Schwingungsbereich ist. Dann werdet ihr krank. Ja? Genau wie die Pflanze, die mit Schädlingsbekämpfungsmittel im Prinzip eliminiert wird, weil sie es wirklich leben. Sie hat nicht so viel Information, sie will einfach nur leben. Die Informationen, die im Boden sind, sie ist mit dem Boden in Gleichklang, bringt ihr dann die Chemikalie auf sie aus, oder besser gesagt, ihr bringt ja keine Chemikalie aus, ihr bringt ja auch wieder bloß Licht aus, aber ihr, dadurch, dass es durch die Düse gegangen ist, ist die Information, was da eigentlich zusammengewürfelt wurde in dieser Chemiefabrik, das ist alles gelöscht. Das ist null. Und wenn ihr das aus einem Rechteck rausspritzt, dann ist die Chemie, also ihr könnt dann Wasser nehmen, ja, egal was es Flüssiges ist, ihr könnt sogar Benzin machen. Ja, dann könnt ihr das draufbringen und dann wird es gedeihen. Ihr könnt das zu Hause probieren, ihr könnt es widerlegen, bis zum geht nicht mehr. Aber liebe momentanen Bundesbürger, das hier ist kein gastfreundliches Land. Ja. Guckt euch die Menschen an, ja. Die meisten sind unglücklich, haben Depressionen und. Und es ist an der Zeit, wieder dorthin zu gehen, wo ihr Liebe habt. Ja, ich benutze jetzt dieses Wort mal bloß, aber wo ihr verwurzelt seid, wo eure Heimat ist. Weil nämlich natürlich, wo ihr geboren seid, dieser Ort hat eine andere Schwingung als dieser Ort, dieser leblose Ort, diese Steinwüste, die hier geschaffen wurde. Ja? Und deshalb, ihr werdet hier nie heimisch sein. Ihr werdet auch hier nie willkommen sein. Niemals. Ja? Aber ihr wisst jetzt, wie ihr glücklich werden könnt. Und ich denke, der Rest, der löst das jetzt mit dieser blöden Schneekönigin. Ja? Ihr versucht nicht das große Gericht zu spielen und hier irgendwelche Menschen nur, ja, wie ich es im Knast gelesen habe, an Wänden stand. Ich hatte einen Traum, ein Polizist hängt am Baum und immer wenn ich träume, gibt es zu wenig Bäume. Ja? Und dort ist so ein Zettel, kannst du mir den bitte mal bloß aus dieser Tasche geben? Ja, das, genau das. Und an meine Polizisten, ja, die mir sehr viel Leid zugefügt haben, ihr nennt euch Staatsschutz, operatives Abwehrzentrum, Verfassungsschutz, BKA, LKA, mit allen hatte ich ja Kontakt, ihr unterhaltet euch ja auch nicht untereinander. Ja. Sage ich nur eins, ich möchte das wieder hören und sehen. Ja, das war in der Hochzeit der Menschheit. Da war die Polizei dein Freund und Helfer. Ja. Und ich hoffe, dass ihr mir helft, diesen Saustall aufzuräumen. Ich habe mich natürlich in meiner Zeit, und das ist jetzt müsst ihr noch mal ganz kurz mir zuhören, meiner Problematik. Ich habe mich natürlich ans Bundesverfassungsgericht gewendet. Ja.
Und Sie haben mir natürlich auch geantwortet. Ich habe Ihnen die Frage gestellt, Sie haben das Urteil 1973 gefällt, dass im Prinzip dieses Land hier, in dem ich mich hier befinde, oder dieser Strich, in dem ich mich hier befinde, dieser Strich gehört, ist weiterhin das Deutsche Reich. Es ist momentan nicht handlungsfähig und auch Polen ist momentan Deutsches Reich. Dieses war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Und könntest du mal gucken, da müssten diese ganzen Zettel, dieser ganze Zettelkram, da müssten noch mehrere Zettel so sein, eventuell in der anderen Tasche, so lose, los, mehr, sind mehrere Zettelchen. Ja, genau, ist es das hier? Ja, nee, ja, dort genau, da ist der Zettelkram. Ach nee, das ist nicht der lose Zettelkram. Da müssten so Gerichtsurteile und so sein. Jedenfalls habe ich euch gefragt, gilt dieser... Die kann ich einblenden. Dann ja. Oder er blendet es nachher noch ein. Gilt dies? Ja, ja, das ist er, genau. Gib mal das alles her. Also, dass ich auch nicht schwindle. Weil ich habe gesagt, wenn ihr dieses Video dann auch auf den Wahrheitsgehalt testet, dann muss natürlich, weil ich bemüht war, nicht eine Lüge hier zu verbreiten, auch die Wahrheit. Ich habe mich also aus dem Knast handschriftlich an das Bundesverfassungsgericht gewendet. Sie haben mir geschrieben, ja, und sie haben dieses Urteil nochmal bestätigt von 1973. Und ich lese euch jetzt nochmal den kompletten Gesetzestext vor. Meine Augen sind übrigens besser geworden, seitdem ich nur noch Wasser trinke, weil ich ernähre mich eigentlich nur noch von Wasser. Weil es ist Licht und nichts anderes brauche ich. Deshalb sinken meine Betriebskosten extrem ab. Ich muss mich nicht mehr sorgen. Ja? Ich werde auch nicht dünner. Ich habe bloß weniger Hunger und weniger Durst und ich friere nicht mehr. So bloß mal als Auskunft für den, der dann mit Lichtenergie und so. So, es heißt da also, Deutschland nach dem Grundgesetz. Es wird daran festgehalten, dass Deutschland, das Deutsche Reich, den Zusammenbruch von 1945 überdauert hat und Völkerrecht als Völkerrechtssubjekt fortbesteht. Das als Gesamtstaat allerdings mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig ist. Dieses Deutschland besitzt ein, Klammer auf, Gesamt, Klammer zu, deutsches Staatsvolk, von dem die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ein untrennbarer Teil ist und ein, Klammer auf, Gesamt, Klammer zu, deutsches Staatsgebiet, zu dem das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland untrennbar gehört. Die Bundesrepublik Deutschland ist mit diesem Gesamtdeutschland teilidentisch, insofern mit ihr ein Teil Deutschlands reorganisiert worden ist. Sie beschränkt sich auf den beschränkt ihre Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das war eigentlich der Ursprung meiner ganzen Forschung. Ich wollte von euch nur eins. Ich wollte euren Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das ist die Handlungsgrundlage, in dem ihr mich alles angetan habt. All eure Handlungen sind nur dann gerechtfertigt, wenn ihr einen Geltungsbereich im Grundgesetz habt. Und wenn ihr mir den nicht zeigen könnt, dann habt ihr eigenmächtig gehandelt. Weil nur das ist durch das höchste Gesetz abgedeckt. Weil ich habe mich 6 Jahre mit... Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe alle möglichen Urteile gewälzt und und. Ich habe eine halbe Juristerei betrieben. Ja? Und jetzt möchte ich euch sagen, warum ich eigentlich vorbestraft bin. Ich bin vorbestraft, oder ich bin in den Knast gekommen. Ich war damals bei, ich glaubte, Freunden zu sein und ich wollte denen eigentlich helfen. Ich wusste, mein Problem mit der Bundesrepublik Deutschland ist antagonistisch. Also ich liebe mein Vaterland und das ist nun mal Großdeutschland und nicht irgendeine Bundesrepublik Deutschland. Ja, und deshalb war für mich natürlich klar, egal was, also euch werde ich nie akzeptieren. Aber andere Menschen, die eben dumme Dinge gemacht hatten, die in Probleme mit euch gekommen sind, denen wollte ich helfen. Ja? Nach bestem Wissen und Gewissen und ich wollte sie wieder auf den Weg bringen. Und ich hatte damals das Glück, dass ich kam gerade aus dem Knast raus, ich habe dann eben dort ein bisschen mit ausgebaut und habe bei den Menschen gelebt, habe natürlich dann auch feststellen dürfen, wie trinkfest sie sind und dann gab es natürlich auch Schlägereien öfters. Ich habe das versucht dann immer zu schlichten und es kam dann der Tag, da kamen dann meine Freunde Kevin und Klaus,
die sind auch oft als Zeugen aufgeführt. Und derjenige hatte viel Alkohol getrunken. Wir haben das gar nicht mitgekriegt, weil wir hatten Skat gespielt, haben Musik gemacht und. Wir haben Freude gehabt. Und plötzlich kam diese Freundin rein und er will mich umbringen, er will das Pferd umbringen. Und jedenfalls ist es so gewesen, ich bin natürlich sofort dazwischen gegangen. Sie hat mir dann seine Waffen übergeben. Sie hat mich gebeten, dass ich die verstecke, sicherstelle und. Und das habe ich natürlich getan. Ja, er wollte sie dann schlagen. Ich bin dann auch dazwischen gegangen. Ja, habe dann dadurch natürlich, habe sie dann auch getröstet. Ja, sie rannte dann los, zerschlug seinen Computer, ihren Computer, aber eben vor Wut, weil er eben sich nur noch solchen Blödsinn angeguckt hat. Ja, also die Schöne und das Biest, das konnte der am Tag dreimal gucken. Ja, jedenfalls war es dann eben so, ich bin dann dazwischen gegangen und dann hat sich natürlich auch diese Hassspirale auf mich erschlossen. Ja, ich hatte an den Tag, hatte ich 4 Bier getrunken, über den ganzen Tag. Ja, also beim Skaten, wir haben gar nicht, ich kann ja auch nicht mal sagen, ob es 4 Bier waren, weil wir uns teilweise auch eine Flasche geteilt haben. Ja, und es war auch nicht geplant, dass ich irgendwie fahre. Aber als er mich dann mit dem Messer angreifen wollte, mit der Axt als erstes angreifen wollte und dann ein Messer sich schnappen wollte, da wusste ich, dass ich dort nicht bleiben kann. Und ich habe sozusagen die Waffen ins Auto getan. Es waren 4 Pistolen und über 100 Schuss Munition. Ich muss allerdings sagen, dass schon eben zu Silvester es vorgefallen ist, dass er mit der Waffe rumgeballert hat, mit scharfer Munition. Es waren auch 7 Zeugen dabei. Ja, selbst seine Tochter hat ihn angefleht, dass er die Waffe niederlegt. Ja. Es hat sich dann ein Schuss gelöst, weil er das im Suff gemacht hat. Ja, ich war der Einzige, der noch da war. Die Kugel steckt heute noch in seinem Tisch von seinem Opa. Und ich konnte ihm damals diese Waffen wegnehmen. Und ich war eigentlich guter Dinge, dass seine Freundin diese Waffen entsorgt. Ja. Jedenfalls, das, was ich euch jetzt erzähle, hat sich in 10 Minuten abgespielt. Und ich wusste natürlich, dass ich dort nicht bleiben kann. Also ich habe dann diese Waffen an mich genommen und musste dann dieses Grundstück verlassen. Und dann hat mich natürlich die Polizei, wie das ist, angehalten. Und seitdem bin ich wegen Waffenbesitz vorbestraft. Ja. Und ich denke, es ist an der Zeit, ja, dass du dir Anzeige erhoben hatte gegen deinen Freund, der dir dann das Eheversprechen, wie so viele Versprechen gegeben hat. Dass es an der Zeit ist, dass du die Anzeige, die du gemacht hast, die du zurückgezogen hast, dann wieder, weil er dich nun liebt. Ja? Wir wissen ja, was das wert ist, Liebe. Ganz einfach jetzt die Wahrheit sprichst. Ja? Am Montag hole ich mir das Wichtigste, was ein Mensch verlieren kann, ist die Ehre. Und die hole ich mir zurück. Oder ich gehe dieses eine Jahr in den Knast. Das ist mir egal. Weil im Knast bin ich frei, weil da weniger Informationen in der Zelle sind. Ja? Ich kann dort viel besser nachdenken. Aber für mich gibt es nur noch diesen Weg. Och, es sind ja viele auf der Suche nach dem Heiligen Gral und Ähnlichem gestorben. Und egal, was mein Schicksal ist, wenn es nicht reichen sollte und mir würde was passieren, dann möchte ich, dass nur eins sagt. Er war das Licht. Und nicht diesen jüdischen Namen Ingo Köth.